Ja, liebe Freunde, hallo von meiner Seite aus. Bevor wir anfangen, möchte ich euch um einen kleinen Moment der Besinnung bitten. Ein Freund und Redner auch vom Regenkongress ist dieses Jahr schon von uns gegangen und vielleicht, dass wir einfach nur einen kleinen Moment an ihn denken. Ja, das ist natürlich schwierig, dann in so einem Moment dann einen Vortrag anzufangen, aber ich muss im Licht stehen bleiben. Er hat seinen Weg eben schon hier beendet und wir grüßen ihn auf jeden Fall von dieser Ebene aus und hoffen, dass er jetzt richtig ist, da wo er ist auf jeden Fall. Und ich darf wieder mal das Wort zum Sonntag sprechen hier. Olli hat mich wieder mal an diese Position gestellt. Nicht, dass ich ihm böse bin, aber mein Herzklopfen schiebt sich eben bis zum Schluss auf immer. Und ich muss mich hier Gott sei Dank nicht mehr vorstellen und bin froh, dass ich wieder hier sein darf, nachdem es letztes Jahr eben nicht geklappt hat. Gestern habe ich mit dem Herrn von Butler ein interessantes Gespräch geführt und ich habe auch bei ihm zugehört mit Quantenfeld und Verschränkung, wie alles miteinander verschränkt. Das haben wir dann auch festgestellt, als er mir seine Karte gegeben hat und wir haben festgestellt, wir sind Nachbarn, wir wohnen beide im gleichen Ort, also das wussten wir gar nicht. Also nur ein paar Meter weiter, einen Kilometer ungefähr, wohnt er auch in Ismaning. Da ist ja auch so die Zentrale, wo er arbeitet. Und also das war schon sehr witzig und auch diese Gedanken, die er da hatte, im Endeffekt so nach Motto, wenn ich den Mond nicht mehr betrachte, ist er dann überhaupt noch da? Ja, den Gedanken kann man auch durchaus weiterführen. Zum Beispiel habe ich mal einen Spruch gelesen, der heißt, wenn im Wald ein Baum umfällt und niemand hört hin, macht es dann überhaupt ein Geräusch? Und das war für mich ein interessanter Gedanke und der geht dann auch noch weiter, das habe ich auch mal auf dem T-Shirt gesehen, da stand dann drin, wenn ein Mann im Wald allein seine Meinung sagt und keine Frau hört zu, hat er dann trotzdem Unrecht. Also, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, was ich davon halten soll, aber ich werde weiter drüber nachdenken, ja. Und ich habe etwas vorbereitet für euch, dann versteht ihr nämlich auch gleich diese Verkleidung, die ich hier habe. Als erstes kommt jetzt natürlich erstmal Showtime. Guten Abend, meine Damen und Herren, willkommen zu den Nachrichten. München. Giftanschlag aufs Oktoberfest. Über 60.000 Hektoliter Nervengift von unbekannten Terroristen aufs Oktoberfest geschmuggelt. Terroralarm auf dem Münchner Oktoberfest. Trotz verstärkter Polizeipräsenz und Präventivmaßnahmen ist es unbekannten Terroristen gelungen, rund 60.000 Hektoliter einer 6-7%igen mit tödlichen Nerven und Zellgift Ethanol versetzten gelblichen Flüssigkeit auf die Wiesen zu schmuggeln. Zahllose Festbesucher klagten über Übelkeit oder mussten sich übergeben. Mediziner raten unbedingt vom Konsum dieser Substanz ab. Dieses Teufelzeug führt in niedriger Dosierung zu leichten Wahrnehmungsstörungen und Verhaltensauffälligkeiten wie lautem Singen und Klatschen, warnt ein Sprecher der Ärztekammer. In größeren Mengen von 5 Litern und mehr kann der vergiftete Gerstensatz in Einzelfällen sogar tödlich wirken. Das Rote Kreuz ist rund um die Uhr im Einsatz, um die Vergifteten zu bergen. Noch ist unklar, wer für den Anschlag verantwortlich ist. Es werden Stimmen laut, die von einer Verschwörung der Wiesenwirte ausgehen, aber zum jetzigen Zeitpunkt kann niemand mit Sicherheit als Täter genannt werden, so Innenminister Herrmann. Der primäre Schutz diene jetzt der Bevölkerung und daher wurde die Großveranstaltung nach nur 17 Tagen bereits beendet. Belo Horizonte. Bundespräsident Gauck gedenkt Opfern des 8. Juli 2014. Wie es jetzt bekannt wurde, hat Bundespräsident Gauck an einer Gedenkzeremonie zu Ehren der Opfer der deutschen Nationalmannschaft teilgenommen. Am 8. Juli 2014 war eine lose Ansammlung brasilianischer Spieler im Halbfinale der Fußball-WM überraschend in einen deutschen Hinterhalt geraten und wurde vor den geschockten Augen der Welt mit einem bisher nie dagewesenen 1:7 niedergemacht. Die Folge daraus war, dass das Ganze laut in tiefe Trauer stürzte und der brasilianische Fußball sich bis heute nicht erholt hat. Formeller Höhepunkt der Feierlichkeiten war die Niederlegung von insgesamt 7 Kränzen in den beiden Toren des Estadio Mineirão, dem Schauplatz der schrecklichen Ereignisse. Bei einer anschließenden Gedenkrede betonte Gauck die deutsche Verantwortung am Unglück, machte den Brasilianern aber auch Mut, dass die Wunden der Demütigung eines Tages verheilen mögen.
Den emotionalen Höhepunkt bildete der Auftritt schwer gezeichneter Überlebender der brasilianischen Mannschaft. Sie wurden von Seelsorgern begleitet und von Betreuern gestützt auf das Spielfeld geführt. Gauck versicherte der damaligen Präsidentin Rousseff sein tiefstes Mitgefühl und gab bekannt, dass ab jetzt immer am Jahrestag in einer landesweiten Schweigeminute in Deutschland alle Kirchenglocken 7-mal läuten werden. In Brasilien dann 1-mal. Berlin. Kanzlerin verlegt Amtseid. Nach einer Meldung des Bundeskanzleramtes hat Bundeskanzlerin Merkel Teile ihres Amtseides verlegt. Wie es zu diesem Vorfall kommen konnte, ist momentan Gegenstand einer Untersuchung des BND, der nach dem Ende der NSU-Untersuchungen endlich wieder eine sinnvolle Aufgabe fand. Besonders von dem Teil zum Wohle des deutschen Volkes ist nach Aussage von Bundestagspräsident Lammert nicht mehr die geringste Spur zu finden. Es existieren Mutmaßungen, dass beim letzten Besuch der Air Force One mit Präsident Obama der Amtseid aus Versehen nach Amerika geflogen sein könnte. Es wäre aber auch im Bereich des Möglichen, dass der Eid bei der letzten Bilderberger Konferenz aus Versehen liegen geblieben ist. Washington. Erste Kampfdrohne mit Medal of Honor ausgezeichnet. Militärische Ehren im Weißen Haus. Bei einer feierlichen Zeremonie hat US-Präsident Barack Obama den Afghanistan-Veteranen mit der Medal of Honor ausgezeichnet. Zum ersten Mal in der Geschichte der Streitkräfte wurde damit ein Armeeangehöriger im Rang einer Kampfdrohne mit dem höchsten militärischen Orden des Landes versehen. Das kampferprobte Mitglied der United States Air Force hat bisher in insgesamt 75 Einsätzen seine außergewöhnliche Tapferkeit bewiesen. Dabei tötete die Drohne mehr als 100 als feindliche Kombattanten eingestufte Zivilpersonen, während die Zahl der Zivilopfer mit 21 verhältnismäßig niedrig blieb. Airman First Class MQ-9 Reaper hat im Gefecht mit dem Feinde großen Mut unter Beweis gestellt, so Präsident Obama bei der glanzvollen Verleihung in der US-Hauptstadt. Sein Einsatz ging weit über normale Pflichterfüllung hinaus. Er hat mehrfach Sensoren und Flügel riskiert, stets zum Wohle des amerikanischen Volkes. Die Drohne aus San Diego, die von ihren Kameraden kumpelhaft nur Sensenmann genannt wird, war bereits in diverse Einsätze in Afghanistan involviert, auch im Irak, in Pakistan, Libyen und im Jemen stellte der kampferprobte Flieger seine Kühnheit und Courage mehrfach unter Beweis. Nach insgesamt 10 Jahren in verschiedenen Einsatzgebieten wird der Ehrenmedaillenträger Ende des Jahres von der Front nun abgezogen. Ihm winkt ein Schreibtischjob im Pentagon. Doch auch für einen späteren Eintritt in die Politik besitzt Reaper als Kriegsheld nach Ansicht vieler die besten Voraussetzungen. Bonn. Hollywood geht auf die Harthöhe. Wie soeben bekannt wurde, wird Verteidigungsministerin von der Leyen in der neuesten Produktion des Ministeriums für Propaganda und Agitation die Hauptrolle in dem Remake von Flop Gun German Edition spielen. Sie wird dort sogar in einer Doppelrolle zu sehen sein. Sie spielt den Fliegerhelden Maverick und seine Ausbilderin Charlie gleichzeitig. Unsere Reporter am Set des Films meldeten uns, dass die berühmte Liebesszene eine große Herausforderung für das Team war. Frau von der Leyen hat sich mit dem gewohnten Eifer und Sachverstand der Sache angenommen und übertraf bei der Liebesszene mit sich selbst alle Erwartungen. Regierungssprecher Seibert ließ verlautbaren, dass am Set ein bleibender Eindruck von der Darstellung zurückblieb. Alle Szenen sollen auf die Bonus-DVD für nur 3,99 €. Für die Rolle des heldenhaft abgestürzten Goose wird Karl Theodor von und zu Guttenberg hoch im Kurs gehandelt. Die Produktionsfirma teilte mit, dass niemand den senkrechten Aufstieg mit so einem spektakulären Absturz besser hinbekommt. Produktionsbeginn ist nächstes Frühjahr und kommt in die Kinos pünktlich zum nächsten Bundestagswahlkampf. Brüssel, Nordpol auf dem Vormarsch. Die Expedition des Eisbrechers Amundsen, um im Nordpolarmeer die Auswirkungen des Klimawandels zu erforschen, wurde durch einen hinterhältigen Angriff seitens des Nordpols zunichte gemacht. Obwohl der Weltklimarat im Jahr 2007 noch beschlossen hat, dass ab dem Jahr 2015 die Arktis im Sommer eisfrei zu sein habe, hat sich das arktische Packeis in einer beispiellosen Aktion dazu entschlossen, auf ein Rekordmaß anzuwachsen. Dabei hat es das grönländische Packeis eingeschlossen, was juristischen Beobachtern zufolge einer Annexion gleichkommt. Das Expeditionsschiff wurde von den Eismassen in einer martialischen Geste dazu aufgefordert, das Polarmeer zu verlassen. Seitens der NATO wurde dies als Affront gewertet und obwohl es zum jetzigen Zeitpunkt noch keine offizielle Erklärung des Nordpol gab, hat Ex-NATO-Oberbefehlshaber General Breedlove die Arktis dazu aufgefordert, den Vorgaben des Weltklimarates IPCC unverzüglich Folge zu leisten. Der von führenden Klimawissenschaftlern errechnete Konsens sei ohne jeden Zweifel korrekt und durch das UNO-Mandat auch rechtlich bindend. Der Friedensnobelpreisträger Al Gore sagte in der sofort einberufenen UNO-Sondersitzung, dass Sanktionen zum jetzigen Zeitpunkt keine Lösung sein könnten, machte aber auch klar, dass man sich alle Möglichkeiten offen halte. Kommen wir nun zum Sport.
Der erste FC Barfuß Jerusalem hat im Elfmeterschießen gegen den VfL Hinterweidfortistan in einem spannenden Spiel die Meisterschaft für sich entscheiden können. Die Mannschaft um Trainer Lothar Matthäus hat Meine Damen und Herren, aus der Regie erreicht mich gerade eine Sondermeldung. Grönland, der Weihnachtsmann wurde abgeschossen. Wie soeben bekannt wurde, ist in Nordgrönland über dem von proarktischen Separatisten umkämpften Gebiet der Weihnachtsmann abgeschossen worden. Die brennenden Trümmer des Schlittens fielen in einem Gebiet nördlich von Tassiluk vom Himmel und verfehlten nur knapp die Eskimo-Siedlung Igaliku. Wie es zu dem Unglück kam, ist noch unklar, aber der amerikanische Geheimdienst hat von der Absturzstelle Satellitenbilder veröffentlicht, die genau belegen, wie eine Gruppe von Eisbären in dem fraglichen Gebiet Rentierfallen in den Luftraum schoss. Ein Team von Luftfahrtexperten hat nach eingehender Untersuchung der Wrackteile bekannt gegeben, dass genaue Ursache des Absturzes erst in 2 bis 14 Jahren bekannt gegeben werden kann, aber zum jetzigen Zeitpunkt nur die Arktis als Täter in Frage kommen kann. Spiegel Online brachte eine Sonderseite mit den Bildern der Insassen des Schlittens mit dem Titel Stoppt Packeis jetzt. Bundeskanzlerin Merkel brach ihren dritten Saunaaufguss in Reit in Winkel unverzüglich ab und flog zurück in die Bundeshauptstadt Berlin, um sich mit allen Kabinettsmitgliedern zu beratschlagen. Das letzte bringt im Anschluss an diese Nachrichten einen ARD-Brennpunkt mit dem Thema Was will der Nordpol eigentlich? Und danach sehen Sie eine Sondersendung der Talkrunde von Günther Jauch mit dem Diskussionsthema Annexion von Grönland, welche Ziele verfolgt der Nordpol? Meine Damen und Herren, das waren die Nachrichten von CMN, dem Citizen Mega Network, und wir bedanken uns natürlich auch für die redaktionelle Unterstützung des Possillon. Bei uns geht es nun weiter im Programm mit dem Film von Friede Springer, Pastor Gauksam oder wie ich lehrte, den Krieg zu lieben. Wir wünschen Ihnen noch einen schönen Abend und auf Wiedersehen. Also gut, das hat funktioniert. Jetzt kann ich diese Verkleidung auch ausziehen. Und dann fangen wir mal an mit unserem Vortrag. Also, das war jetzt ein guter Einstieg, aber ich habe mein eigentliches Kostüm darunter angezogen. Das ist heute der richtige Anzug. Ich bin heute Jagdflieger. Wir machen heute Jagd. Wir schauen uns an, was auf dieser Welt eigentlich hier passiert. Also für diesen Titel muss ich mich entschuldigen. Der Olli fragt mich im Januar immer, was ich für einen Titel habe. Und da sage ich, das weiß ich nicht. Mach irgendwas, wo ich alles dazu sagen kann. Und ich möchte hier an dieser Stelle einfach sagen, eine kleine Warnung vorweg, ja, also ich habe mich entschlossen, ganz tief in den Kaninchenbau hineinzusteigen heute und das kann natürlich das Leben von euch drastisch verändern, also vielleicht jetzt nicht für euch, aber eher die Zuschauer zu Hause, die das jetzt irgendwo anschauen, also jeder, der sich jetzt auf diesen Parcours de Force hier mitmacht, muss sich klar sein, dass sein Weltbild dadurch ganz schön erschüttert werden kann, ja, und das ist einfach eine Warnung, die ich hier aussprechen möchte, weil es könnte heftig werden heute. Ich bin heute nicht auf dem Engelskongress und es geht mir auch nicht um spirituellen Aufstieg heute, sondern heute ist Kick-Ass angesagt. Ja? Heute ist große Arschtreterei. Nur, dass das jedem von Anfang an klar ist. Und ich muss natürlich auch, gesetzlich bin ich verpflichtet dazu, einen Warnhinweis abzugeben, dass das natürlich auch extrem wichtig ist. Ja, wie ich habe es vorhin auch schon gesagt, ich konnte leider letztes Jahr nicht dabei sein. Es hatte verschiedene Gründe, hauptsächlich gesundheitlich eben. Aber es hat sich viel getan seit letzter Zeit und wir sind natürlich fleißig am Produzieren. Also wir haben mit Steinzeit jetzt wieder eine neue Staffel gemacht. Wir haben mittlerweile ungefähr ja, so 100 Sendungen aufgezeichnet und da bin ich natürlich sehr stolz drauf und dass das funktioniert hat. Aber ohne mein Team wäre das alles gar nicht möglich. Also das möchte ich hier mal lobend erwähnen an dieser Stelle.
Und ich habe immer herzlich interessante Gäste. Und hallo zu einer neuen Ausgabe von Steinzeit. So wie zum Beispiel den hier. Ich freue mich sehr, dass er ein zweites Mal der Einladung gefolgt ist und dass er wieder bei mir in der Sendung ist. Ich begrüße ganz herzlich Robert Stein. Hallo Robert. Ja, danke für die Einladung. Freut mich. Ja, Robert, es ist ein bisschen ruhig geworden um dich. Die erste Staffel Steinzeit ist rum, 52 Sendungen, ein Jahr lang auf Sendung. Und jetzt ist ja schon seit ein paar Wochen, sogar Monaten, nichts mehr von dir zu hören gewesen. Was ist passiert? Sind dir die Gäste ausgegangen? Nein, die Gäste sind mir nicht ausgegangen, aber es gibt einfach Zeiten im Leben, wo man alles, was man plant, nicht immer so genau umsetzen kann. Ich habe mir einfach eine Auszeit genommen. Ich habe nach der Geschichte von 2 Jahren, nach der Therapie, einfach mal ein bisschen runterfahren müssen und musste da einen Gang langsamer schalten. Also früher war mein Zug des Lebens so mehr so ein ICE und nach der Therapie war es dann eher so eine schwäbische Bummelbahn. Und mittlerweile bin ich wieder auf einem Interregio, wenn wir das Bild jetzt mal weiterzeichnen. Und ich möchte aber wieder zu einem ICE kommen oder vielleicht sogar einen Transrapid. Ja. Also, und ich musste einfach ein bisschen einen Break einlegen, um zu sagen, alles mal ein bisschen sammeln, Sommerpause gemacht, ein paar Sachen abgesagt, einfach um ein bisschen zu mir selber zu finden. Und es gibt auch noch eine andere Nummer, an der ich seit letztem Jahr arbeite, ein großes Medienprojekt, das mich auch voll in Anspruch nimmt und es geht bis nächsten Sommer noch und da muss ich dann einfach schauen, wie es läuft mit der Zeit und mit der Energie. Ja, das Interview könnt ihr natürlich ganz anschauen. In der spannenden Titel kommen wir heute auch nochmal drauf, warum Schweigen die Lämmer? Und jetzt kann ich endlich mal über dieses große Medienprojekt sprechen. Ich bin jetzt nämlich Kameramann. Ich habe eine Ausbildung gemacht, vor 2 Jahren angefangen, die ich dieses Jahr dann erfolgreich abgeschlossen habe, so richtig mit IHK zertifiziert und so weiter. Und ich arbeite jetzt als Filmemacher. Übrigens, das da oben ist bei der SICO, bei der Sicherheitskonferenz in München. Und das, was da um mir um den Hals hängt, das ist ein Ausweis von Regen, von hier vom Kongress. Ich habe gewusst, da ist viel Polizei im Hintergrund und ich habe die fette Kamera auf der Schulter gehabt und dachte mir, wenn ich irgendeinen Ausweis dabei habe, dann lassen mich die Polizisten überall durch. Und genauso war es auch. Ich bin hin, Entschuldigung, ich muss hier arbeiten und er guckt mich an, so Ausweis, ah klar, passt schon. Und ist dann weitergelaufen. Er musste das unbedingt hier erzählen, weil ich habe damals so echt gelacht mit dem Regenkongress-Ausweis bei der SICO. Also das war göttlich, ja. Und es gibt natürlich noch etwas, woran ich arbeite, worauf ich auch wirklich froh bin, dass ich da endlich etwas gefunden habe, nämlich ich bin jetzt Luftbildfotograf. Ich habe mich also aufgemacht in die Luft und bin jetzt endlich da angekommen, wo ich schon immer hin wollte, nämlich einfach das Ganze von oben zu sehen. Und für jemanden, der wie ich Flugangst hat, ist es natürlich fantastisch, wenn man von oben zuschauen kann und muss gar nicht aufsteigen. Also ich habe mich jetzt quasi seit heute, gibt es das, meine Internetplattform, die ist eigentlich seit heute online und ich arbeite jetzt als professioneller Kameramann und auch eben speziell als Luftbildfotograf, um damit in Zukunft eben neue Dinge zu machen, neue Filme zu machen, aber auch Aufträge anzunehmen und ja, Gott sei Dank hatte ich Krebs, ne? Weil sonst hätte ich mir das alles nie, das wäre das nie passiert. Also es klingt jetzt vielleicht bescheuert, ich muss mich entschuldigen für diesen Ausdruck, aber manchmal ist es so im Leben, dass das, wenn es einem meisten auf den Arsch setzt, im Hinterher dann doch vielleicht als größte Chance entpuppt und ich bin auch hier. Also wer weiß, warum alles gut war. Also so, also jetzt sind wir richtig im Einstieg hier. So, was passiert hier eigentlich? Ne? Also auf dieser Welt ist irgendwie alles im Ungleichgewicht und spätestens seit dem Sommer 2015, also mit dem Beginn der Flüchtlingskrise oder vielleicht sagen wir so mit dem sichtbaren Beginn der Flüchtlingskrise für uns, ja, fragen sich doch viele Leute, was ist hier eigentlich los? Und die Gesellschaft, wie wir sie haben, die verfällt oder die zerfällt quasi in 2 Lager. Die Realisten hier und die weitaus größere Gruppe der Realitätsverweigerer, ja. Und ein Großteil unserer Bevölkerung tut wirklich alles, um sich nicht mit dieser Realität beschäftigen zu müssen. Und jeder berechtigte Zweifel, jeder, der das erhebt, wird sofort niedergeknüppelt. Und zwar nicht mit Argumenten, sondern immer nur mit einem einzigen Begriff, nämlich so, du bist doch Verschwörungstheoretiker. Ja, alles klar. Du immer mit deinen Angriffen. Und dieser Begriff Verschwörungstheoretiker ist ein Meme, ein Begriff, den das FBI schon in den 60er Jahren geprägt hat, nämlich als Kennedy ermordet worden ist und dann immer mehr kritische Stimmen aufkamen, dass das nicht Harvey Oswald allein sein konnte, dass da was faul ist. Und das waren damals Assassination Theories, also
Ermordungstheorien. Und es gab ein Memo vom FBI, die gesagt haben in diesem Memo, also wir müssen jetzt dafür sorgen, dass das anders genannt wird, dass wir das negativ konnotieren, und also heißt es in Zukunft Verschwörungstheorien, Conspiracy Theories. Und spätestens seit 9/11 wird jedem, der irgendetwas Offizielles in Frage stellt, natürlich mit diesem Begriff konfrontiert und haut man uns um die Ohren. Reflexartig. Das ist dann schon fast ein Automatismus, der da entsteht, weil dann muss man sich ja nicht mit den Fakten auseinandersetzen, sondern dann haben andere das Denken für mich übernommen. Das ist das, was ich wahrnehme. Ja? Und ich frage mich immer wieder, warum ist das eigentlich so? Wieso tun sich Menschen so schwer, ihr altes System loszulassen? Und wieso ist der Glaube an dieses System eigentlich wirklich so groß? Ja? Und jeder, der sich mit gesundem Menschenverstand die Berichterstattung in den Massenmedien in den letzten Jahren angeschaut hat, der muss zu dem Schluss kommen, dass gewisse Teile der Gesellschaft den Kontakt zur Realität vollkommen verloren haben. Das ist alles so offensichtlicher Blödsinn, dass man sich fragt, mit was für einer Chuzpe die Medien und ihr Milieu sich überhaupt trauen, damit in die Öffentlichkeit zu gehen und damit auch noch durchzukommen. Das lässt sich in der Tat, glaube ich, nur mit einem kollektiven Wahn erklären. Wahn heißt in diesem Zusammenhang nicht, dass alle Betroffenen tatsächlich wahnsinnig sind, sondern sie sind nur Opfer eines sich selbst erhaltenden, am Leben erhaltenden Warnsystems. Und vor allem diejenigen, die für unser Weltbild zuständig sind, diejenigen scheinen sich in ein fernes Wolkenkuckucksheim verabschiedet zu haben. Und seit einiger Zeit kommt ein Begriff, der immer mehr Dynamik bekommt, nämlich dieser Begriff, den wir alle kennen, nämlich die Lügenpresse. Oder eben, wie ich es gelesen habe, eine Erweiterung davon, die Lückenpresse. Und wir wollen prüfen, ob dieser Vorwurf denn eigentlich gerechtfertigt ist. Und da schauen wir natürlich gleich mal nach bei der Online-Enzyklopädie Wikipedia. Was sagt denn die dazu? Da steht, Lügenpresse ist ein politisches Schlagwort, das polemisch und in herabsetzender Absicht auf mediale Erzeugnisse gerichtet ist und sich seit Mitte des 19. Jahrhunderts im deutschen Sprachraum nachweisen lässt. Also das Erste, was wir aus diesem Zitat lernen oder aus diesem Artikel lernen, ist, dass es diesen Begriff offensichtlich schon länger gibt. Also Mitte des 19. Jahrhunderts, ein paar Tage her. Es gab also damals schon Menschen, die der Ansicht waren, dass sie wohl nicht ganz wahrheitsgemäß unterrichtet werden. Oder wie es der dritte US-Präsident der USA im 18. Jahrhundert schon ausgedrückt hat: Ich betrachte die große Masse meiner Landsleute wirklich mit tiefem Mitleid. Sie lesen die Zeitungen und leben und sterben im Glauben, sie hätten etwas von dem erfahren, was zu ihren Lebzeiten auf der Welt geschah. Also der Vorwurf scheint noch viel weiter zurückzugehen, als man zunächst annehmen möchte, und das war sogar ein Insider, also der sollte es wirklich gewusst haben. Es ist also überhaupt nicht neu, dass Kritik an den Medien geübt wurde, denn auch in früheren Zeiten gab es immer Menschen, die gemerkt haben, dass hier irgendwas nicht stimmt. Und zu allen Zeiten eben gab es Menschen, die gemerkt haben, wie sie manipuliert werden und vor allem eben auch durch wen. Ja. Doch es waren so wenige, dass es den Verlauf der Geschichte eigentlich nie so wirklich verändert hat. Eine kleine Gruppe von unvorstellbar mächtigen Menschen kontrolliert den Rest der Welt nach ihren Plänen von Vorstellungen, von Macht und Kontrolle, und eine kleine Gruppe von Menschen weiß davon und kann nichts dagegen machen. Die Masse hat nie davon erfahren, wie auch. Wie sollten sie denn ihr Wissen verbreiten? Bücher lesen, die wenigsten konnten damals lesen. Aber jetzt ist alles anders. Wir sind online. Heute ist es eine andere Welt. Wir sind alle vernetzt und das verändert das ganze Spiel. Noch nie war Wissen so schnell und so weit verfügbar, und genau das ist unsere Chance, dass es diesmal anders ist. Das Internet hat die Spielregeln verändert. Und wir wollen jetzt mal gucken, wie es denn ausschaut mit unserer Presse. Wollen wir denen mal so richtig auf den Pelz rücken, schauen, den Spiegel vorhalten? Sollen wir das tun? Ja? Okay, einverstanden. Und wie gesagt, ich hatte ja auch Unterricht in meiner Schule. Wir sind in Medienrecht unterrichtet worden. Das war ein großer Bestandteil auch der Prüfung. Wir wurden abgefragt in Medienrecht. Wir hatten Redakteure des Bayerischen Rundfunks in unserer Klasse und haben da Unterricht bekommen. Und das war der Blick aus meinem Klassenzimmer ungefähr. Ja, so. Ich hatte also immer auch den Bayerischen Rundfunk hier im Blick und habe gesehen, aha. Und zum Pressekodex habe ich was gelernt. Es gibt da einen sogenannten Pressekodex. Und in der Präambel des Pressekodex steht etwas drin, nämlich
Die im Grundgesetz der Bundesrepublik verbürgte Pressefreiheit schließt die Unabhängigkeit und Freiheit der Information, der Meinungsäußerung und der Kritik ein. Verleger, Herausgeber und Journalisten müssen sich bei ihrer Arbeit der Verantwortung gegenüber der Öffentlichkeit und ihrer Verpflichtung für das Ansehen der Presse bewusst sein. Sie nehmen ihre publizistische Aufgabe fair, nach bestem Gewissen und Gewissen, unbeeinflusst von persönlichen Interessen und sachfremden Beweggründen wahr. Das steht schon in der Präambel drin, ja? Und Ziffer 1 des Pressekodex, was finden wir da zu lesen? Da steht nämlich die Achtung vor der Wahrheit, die Wahrung der Menschenwürde und die wahrhaftige Unterrichtung der Öffentlichkeit sind oberste Gebote der Presse. Jede in der Presse tätige Person wahrt auf dieser Grundlage das Ansehen und die Glaubwürdigkeit der Medien. Das ist die Bibel der Presse sozusagen, okay? Das sind deren Verhaltensanweisungen. Und dann habe ich mich einfach mal auf die Suche gemacht und was ich gefunden habe, möchte ich euch jetzt zeigen. Gehen wir ein bisschen zurück. August 1990, die Jüngeren werden sich nicht mehr so dran erinnern, aber ich weiß es noch genau, wann und wo ich da war. Da hat nämlich der böse, böse Saddam das arme Kuwait überfallen. So hieß es damals in den Medien. Was in den Medien nicht berichtet worden ist, dass eine amerikanische Firma namens Halliburton eine gewisse Technologie an die Kuwaitis verkauft hat, nämlich Schrägbohrtechnologie, made in the USA. Es wundert auch nicht, dass der damalige Chef von Halliburton später selber noch mit Politik zu tun hatte, nämlich Dick Cheney, Verteidigungsminister und Vizepräsident. Und was haben die gemacht, die Kuwaitis? Die haben einfach in den Irak reingebohrt mit dieser Technik, kilometerlang unter den Sand durch und haben dann einfach mal das Öl aus den irakischen Feldern abgepumpt. Einfach so. Und zwar gar nicht so wenig Öl, sondern immerhin Öl im Wert von 14 Milliarden Dollar haben die da einfach mal abgesaugt. Ja, und dann gab es damals eine Botschafterin aus Amerika im Irak, nämlich die April Glaspie. Die war 6 Wochen vor dem Angriff des Irak in Kuwait, war die noch bei Saddam und hat zu ihm gesagt, Saddam, this is none of our business. Okay, wenn du Stress hast mit deinen Nachbarn, make it for yourself. Uns geht es nichts an. Und Saddam hat sich gesagt, okay, wenn die das sagt, wird schon passen, weil mein alter Kumpel Donald hat mir damals, als er mir die Waffen gegen den Iran verkauft hat, auch gesagt, das geht schon in Ordnung. Ja? Also was hat Saddam gemacht? Ist nach Kuwait gefahren. Kurze Zeit später gab es dann eine UNO-Sondersitzung und da gab es diesen Auftritt hier. 10. Oktober 1991. Zeugenberichte aus Kuwait vor dem Menschenrechtsausschuss des US-Kongresses. Als ich dort war, kamen irakische Soldaten ins Krankenhaus. Sie rissen die Babys aus den Brutkästen und ließen sie auf dem kalten Boden sterben. Diese Aussage von einer angeblich kuwaitischen Krankenschwestern wurde von der Bush-Regierung und sämtlichen anderen Politikern hunderte Male aufgegriffen, so nach Motto die bösen, brutalen Irakis, die armen Babys und so weiter. Und das Ganze gilt heute als Lehrstück einer modernen Propagandageschichte. Das war nämlich die Tochter des kuwaitischen Botschafters in Washington. Und die wurde damals von einer amerikanischen PR-Firma speziell für diesen Auftritt geschult. Die wurde also angehalten zu lügen. Und das ist heute ein klassisches Beispiel für Propaganda. Und was das Ergebnis war, das wissen wir natürlich alle. The Highway to Death, damals 1991, Januar, 17. Januar, genau, ich erinnere mich. Und geführt wurde die ganze Armada der Kriegswütigen von diesen Herren hier. Norman Schwarzkopf in der Mitte, das war der Chef. Dann sein Stellvertreter Colin Powell und der damalige Verteidigungsminister Paul Wolfowitz. Mr. Colin Powell war ja einer der ersten farbigen afroamerikanischen Generäle in der United States Air Force. Der hatte später nochmal einen berühmten Auftritt, nämlich genau 12 Jahre später. Da war er am 5. Februar 2003 bei der UNO gesessen. Und bei der UNO hat er etwas präsentiert, nämlich Solid Evidence. We have solid intelligence evidence that Iraq has weapons of mass destruction. Und diese Politshow, diese Dia-Show, die er da in dem abgehalten hat, war einer der Gründe, warum dann 2003 der Irak so richtig platt gemacht worden ist. Hinterher hat sich herausgestellt, ups, war doch nicht so richtig, hat nicht ganz gestimmt. Was man von dieser Karikatur halten soll, kann man sich ja wohl denken. Ein weiteres Beispiel für tolle Medienberichterstattung ist dieses Bild hier, nämlich Assads Armee rollt mit Panzern zur Mutter aller Schlachten und das war in der Kronenzeitung in Österreich.
Und für diesen Bericht haben die Österreicher, warum auch immer, ich weiß es nicht, vielleicht gab es keine anderen Bilder, ein Bild genommen von der European Press Photo Agency, der EPA. Und das wurde so verändert, dass es eben ausschaut, wie wenn dieses Ehepaar sich gerade hier in den Ruinen befindet und flüchtet. Das war aber gar nicht der Fall. Das war eine bewusste Medienfälschung. Die BBC hat am Mai 2013 dieses Bild veröffentlicht, das angeblich die Opfer von einem Massaker von den Truppen von Präsident Assad zeigt. Also der italienische Kriegsberichterstatter und Fotograf Marco Di Lauro hat sich gewundert über dieses Bild, weil er hat es persönlich aufgenommen, nämlich im Irak 2003, und hat sich noch gewundert, warum sein Bild jetzt in Syrien auftauchen sollte. Also auch ein klassischer Fall von Bildmanipulation, wie Bilder genommen werden, um quasi mit einem anderen Kontext versehen zu werden. Apropos Irakkrieg, ganz interessant, Pressekonferenz Berlin. Frau Merkel, 2002, 2003 haben Sie den Irakkrieg unterstützt, der ISIS entstehen lassen hat. Ist das Ihr politisch größter Irrtum gewesen? Ich unterstütze nie einen Krieg. Ich habe auch den Irakkrieg nicht unterstützt, sondern ich habe mich... Entschuldigung. So, und ich habe dann mal geguckt. Ich erinnere mich nämlich noch, was damals in den Zeitungen stand und überall. Spiegel Online schreibt am 22.03. Merkels Bückling vor Bush. Angela Merkel hat für einen handfesten Eklat gesorgt. In einem Beitrag für die Washington Post stimmte die CDU-Chefin in den Kriegsgesang der US-Regierung ein, wetterte gegen die Bundesregierung und brach damit nach Ansicht der SPD eine Tradition deutscher Politik. Das Internet vergisst nie was. Oder die FAZ, ein paar Tage später nur, am 27.03. Die hat geschrieben, Merkel verteidigt Irakkrieg. Noch klarer als bisher hat die CDU-Chefin Angela Merkel ihre Unterstützung für die Vereinigten Staaten und Großbritannien herausgestellt. Der Angriff auf den Irak sei eine unumgängliche Schadensbegrenzung. Ich unterstütze nie einen Krieg. Ich habe auch den Irakkrieg nicht unterstützt. Tja, und der Spiegel schreibt sogar letztes Jahr schon, nur fürs Protokoll, ja, so, dass die BND und Bundesregierung gegen die deutschen Interessen agieren und handeln. Das stand schon vor dem Beginn der Flüchtlingskrise drin. Und ich habe mir mal die Mühe gemacht und den Amtseid mal rausgeschrieben. Da steht nämlich, ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen, seinen Nutzen mehren, Schaden von ihm wenden, das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes wahren und verteidigen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde. So wahr mir Gott helfe. Und vor allem ein Teil ist da interessant, seinen Nutzen mehren. Wessen Nutzen wird denn da gemehrt? Also unser Nutzen. Also wir haben offensichtlich einen Nutzen für irgendjemand. Ich habe das neulich mal aufgeschnappt, das könnt ihr gerne mal mitnehmen zum Nachdenken. Wir haben einen gewissen Nutzen. Und wieso sollen wir eigentlich denken, dass unsere führenden Politiker an der Spitze von einem Protestmarsch laufen, wenn sich hinterher herausstellt, es war eine Nebenstraße in Paris und die wurden abgeschirmt von den Demonstranten. Ja, hinterher haben sie sich alle entschuldigt. Ja, das ging ja nicht sicherheitsmäßig, die ganzen Staatschefs, bla 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 und so weiter. Blödsinn. Interessant ist noch hier, es war ja auch eine Demo für Pressefreiheit, es ging um irgendeinen Anschlag in Frankreich, ich habe vergessen, welcher es waren zu viele mittlerweile. Das ist das Originalfoto und jetzt ein anderes Foto, hups, was ist passiert? Nochmal, Merkel, hier haben wir Netanyahu, Hollande, Merkel, Abbas und plötzlich hüpft Abbas neben Hollande und was ist passiert? Nun ja, bei einer Demo für Pressefreiheit ist es natürlich schon witzig, wenn ultrakonservative Zeitungen ein Foto von der Merkel so retuschieren, dass man sie nicht zeigen darf, weil sie ist eine Frau. Also musste auf einer Demo für Pressefreiheit musste das Bild von ihr leider verschwinden. Hat jemand dann sich die Mühe gemacht, das mal ein bisschen auszugleichen? Ist schon interessant, was auf der Welt alles passiert, wirklich. Ja. Oder nehmen wir zum Beispiel dieses Bild hier. Ja? Der WDR 5 im Tagesgespräch meldet russische Panzer auf dem Vormarsch in der Ukraine mit aktuellem Foto. Genauso die Huffington Post, die hat am 20. August 2014 gemeldet, sie haben praktisch jedes Haus zerstört. Gleiches Foto. Blöd nur, dass NTV im Jahr 2009 dieses Foto schon gebracht hat, nämlich von einem russischen Manöver im Kaukasus. Doof.
ist auch wirklich zu blöd. Ja, und ich habe was gefunden hier, einen Tagesthemenausschnitt vom 20.05.2014. Guten Abend, meine Damen und Herren. Wenn wir zuletzt aus der Ostukraine berichtet haben, dann standen meist die im Fokus, die sich vermummt und schwer bewaffnet abspalten wollen von Kiew. Heute wurde eindrucksvoll deutlich, das muss nicht die Meinung der Mehrheit sein, unsere Tagesthemen. Tausende Menschen in der Ostukraine folgen dem Aufruf des Milliardärs Achmetow und protestieren gegen die Separatisten auch mit einem Autokorso. Heute passierte in der Ostukraine... Tut mir leid, ich kann die nicht hören. Ich erzähle euch, um was es geht. Also, dieses Video zeigt uns, wie in einem Stadion in der Ukraine Zehntausende quasi gefeiert haben und Rinat Achmetow hat dazu aufgerufen, einer der Oligarchen, großer Milliardär, und man hat in der Einstellung gesehen, das ganze Stadion ist voll. Wenn man aber Handyvideos anschaut von diesem Ganzen, dann sieht man, dass da nicht Zehntausende Menschen in diesem Stadion gesessen sind, sondern dass da, Moment, ich muss es nochmal loslaufen lassen, dass man mit einer geschickten Auswahl der Kamerapositionen 300 Leute als das ganze Stadion verkauft hat. Und dieser Autokorso, von dem die Sprecherin da gesprochen hat, das waren 10 Autos. Also man hat uns den Mehrheitswillen der Ukraine mit 300 Leuten verkaufen wollen. Und wieso? Ist denn das nicht aufgefallen, dass das gegen den Pressekodex verstoßen hat? Also hier oben zehntausende Menschen, unten die ganzen Ränge waren leer. Es war wirklich nur ein einziger Block, der da mehr oder weniger mit Leuten voll war. Und die wurden alle dahin bestellt und auch noch bezahlt dafür. Oder dieses Video zeigt, im Jahr 2011 hat Bashar al-Assad, blutiges Regime, wurde quasi dargelegt, was für ein brutales Regime das doch ist, was denn der für ein schlimmer Mensch ist. Und bei diesem Video werden gezeigt, wie politische Gefangene brutalst misshandelt werden und geschlagen werden. Und man sieht jetzt mal wieder, dass Assad wirklich ein Despot ist, der auf seine Untertanen einprügelt und so weiter und so fort. Also hier, dieser Reporter hat da noch gesagt, dass man ihm diese Sachen zugespielt hat auf geheimen Wegen und so weiter. Auch hier ist es natürlich blöd, wenn man nicht weiß, dass es ein Internet gibt, weil wenn man sich das Ganze nochmal anschaut, ein arabischer Sender hat im Jahr 2007 auch etwas berichtet. Und wenn wir uns diese Bilder mal nebeneinander stellen, dann stellen wir fest, das ist genau das gleiche Bild, nämlich das waren die irakischen Truppen, die von den Amerikanern eingesetzt worden sind und die irakische Bevölkerung quasi niedergeknüppelt haben. Also sprich, wieder ein ganz klarer Beweis dafür, dass es hier zu einer Bildmanipulation kam. Also sprich, man hat Bildmaterial aus einem ganz anderen Zusammenhang genommen und hat sie da reingepackt, wo es einem politisch und eben jetzt gepasst hat. Und wie war es denn damit mit dem Pressekodex? Wie war das nochmal? Was stand da drin? Achtung vor der Wahrheit, Glaubwürdigkeit und war dann auch nicht was mit Verantwortung gegenüber der Öffentlichkeit? Habe ich mich da vorhin verlesen oder was war das? Und es gibt noch ein paar Präambeln, also es gibt ja insgesamt 12. Und was steht denn in der Nummer 2 drin? Ja, bei der Nummer 2 steht zum Thema Sorgfalt: Recherche ist unverzichtbares Instrument journalistischer Sorgfalt, zur Veröffentlichung bestimmte Informationen in Wort, Bild und Grafik sind mit der nach den Umständen gebotenen Sorgfalt auf ihren Wahrheitsgehalt zu prüfen und wahrheitsgetreu wiederzugeben. Ihr Sinn darf durch Bearbeitung, Überschrift oder Bildbeschriftung weder entstellt noch verfälscht werden. Unbestätigte Meldungen, Gerüchte und Vermutungen sind als solche erkennbar zu machen. Also genau recherchieren steht da. Sinn darf nicht entstellt werden oder verfälscht werden. Okay. Im Jahr 2016, Januar, hat der Spiegel einen Artikel veröffentlicht mit dem Titel Der Märchenonkel, einen Artikel über den Publizisten Jürgen Todenhöfer und seine Reise zum sogenannten Islamischen Staat. In dem Artikel kam ein Mitreisender ausführlich zu Wort, der sich mit den Todenhöfers zerstritten hatte und scharfe Kritik an den Methoden von Jürgen Todenhöfer geäußert hat. Todenhöfer selber ging juristisch gegen den Text vor und hat im August hat er diesen Jahres vor dem Hamburger Landgericht gewonnen. Sein Sohn, der die Reise mitgemacht hat, der rechnet mit dem Spiegel ab, weil nämlich dieser Artikel
gegen alle Grundsätze der zulässigen Verdachtsberichterstattung verstößt und er enthält auch zahlreiche Unwahrheiten. Wenn ich weiß, was eine Unwahrheit ist, das ist eine Lüge, ja, über Jürgen und Frederik Todenhöfer über die Reise. Jürgen Todenhöfer hat den Spiegel und die Verfasserin dieser schlampig recherchierten Artikel vor der Pressekammer in Hamburg auf Unterlassung in 14 Punkten verklagt und sie mussten in allen Punkten die verlangten Unterlassungserklärungen abgeben. Keine der Passagen darf jemals wiederholt werden und der Artikel, der nach der Streichung ausgeschaut hat wie ein gerupftes Huhn, musste gelöscht werden. Also ein hundertprozentiger Sieg für Jürgen Todenhöfer. Und sein Sohn hat geschildert, wie schlampig und einseitig dieser Bericht eigentlich zustande kam. Nach Angaben des Spiegels haben sie 6 Monate lang mit ihrem einzigen Informanten gesprochen und seinem Vater und ihm haben sie 3 Tage vor der Veröffentlichung einen Fragebogen mit 10 Fragen zugeschickt und haben ihnen dann für die Beantwortung großzügigerweise insgesamt 8 Stunden Zeit gewährt. Und an der Wahrheit bestand überhaupt kein Interesse. Es ging nur darum, die Glaubwürdigkeit von Jürgen Todenhöfer zu zerstören, denn die US-Fanboys von der Alster, die wussten ganz genau, dass hier Todenhöfer nicht das sagen würde, was in das Narrativ reingehört, sondern er würde mit einer ganz anderen Geschichte um die Ecke kommen. Und auch ganz besonders möchte ich darauf hinweisen, dass er erst Ende September in Syrien war und hat mit einem der Kommandeure der Al-Nusra gesprochen und dieses Interview wurde Gott sei Dank nicht verheimlicht, sondern im Kölner Stadtanzeiger veröffentlicht. Und was in diesem Interview drinsteht, ist in kurzen Punkten zusammengefasst: Die Geldgeber der Terroristen in Syrien sind Saudi-Arabien, Katar und Kuwait. Die Führer des IS arbeiten mit den westlichen Geheimdiensten zusammen. Die USA selber liefern direkt die Tow-Raketen, mit denen sie erfolgreich die russischen Hubschrauber abschießen. Die Panzer kommen aus Libyen, über die Türkei, wie auch die BMs, also die Mehrfachraketenwerfer. Die Offiziere aus der Türkei, aus Katar, Saudi-Arabien, Israel und Amerika sind die Berater von diesen Terroristen. Sie bekommen Hilfe mit Satelliten, Raketen, Aufklärungsarbeiten und thermischen Überwachungskameras. Und die Terroristen haben ein Desinteresse an einem Waffenstillstand und an internationalen Hilfskonvois. Ziel von denen ist die Eroberung von Syrien, danach der arabischen Welt und dann von Europa. Kölner Stadtanzeiger. Endlich mal ein Medium, das es gebracht hat. Und wie reagiert die Presse dann auf seine Reisen? Er wird als Vulgärpazifist bezeichnet, als ein verwirrter Träumer und muss Kritik und Häme einstecken. Aber er geht seinen Weg und das ist bewundernswert. Er verdient keine Kritik, sondern Lob und von ihm könnte sich so mancher Journalist wirklich auch eine Scheibe abschneiden. Ja. Also wie war das? Sorgfaltspflicht, genau nachschauen, beide Seiten befragen. Und es gibt viele Präambeln und Ziffern und ich habe mir nur noch eine rausgesucht, sonst wären wir ja nie fertig hier. Ja, die Ziffer 12, da geht es um Diskriminierungen. Da steht, niemand darf wegen seines Geschlechts, einer Behinderung oder seiner Zugehörigkeit zu einer ethnischen, religiösen, sozialen oder nationalen Gruppe diskriminiert werden. Aha. Diskriminierungen. Okay, also was wir erleben in den letzten Jahren, das ist schon wirklich jenseits von Gut und Böse. Eine Hetze gegenüber Russland und natürlich auch speziell über den Präsidenten, Präsident Putin. Und da hat sich mal jemand über einen gewissen Zeitraum die Mühe gemacht, zu zählen, wie viele Berichte über Russland gemacht worden sind. Also die Liste ist folgendermaßen: hier positive Berichte, neutrale, negativ und Negativquote. Positiv 0. Und wir sehen, welche Medien hier drin sind und wir sehen, wie viele neutrale und negative. Und krönender Abschluss des Ganzen ist Spiegel mit 79% Negativquote. Juhu, die Fanboys von der Alster. Ja. Jetzt könnte man ja argumentieren, naja, es gibt halt einfach nicht so viele positiven Geschichten in Russland. Das ist halt so ein dunkles Land, da kann man halt auch nichts Gutes berichten. Sollte man meinen, ja? Stimmt nicht, weil ich habe nämlich eine tolle Geschichte, könnt ihr auch anschauen bei uns im Kanal. Hans Reininger ist Flieger aus dem Allgäu, Privatflieger, und er hat es geschafft, mit 20 Sportflugzeugen von Deutschland nach St. Petersburg zu fliegen. Mit Genehmigung aus dem Büro von Putin. Hat ewig gedauert und dann hat Putin hat gesagt, das machen wir, und dann sind die geflogen. Mit Begleitschutz von russischen Flugzeugen, mit sehr viel Berichterstattung in den russischen Medien, Völkerverständigung, Presse, Medien, Fernsehen, Print, alles war da. Und er hat mir eine Geschichte erzählt, die war wirklich fantastisch. Er war ja bei mir im Studio. Er hat von einem russischen Piloten ein Stück
Granatensplitter vom Zweiten Weltkrieg aus Stalingrad bekommen, einen deutschen Granatensplitter. Und er hat den von seinem Großvater geerbt, also von seinem Vater, und hat immer so diesen Zorn auf Deutschland gehabt. Und mit der symbolischen Übergabe von dem Splitter an den Hans hat er gesagt, so, für ihn ist jetzt der Krieg beendet, jetzt sind wir Frieden, jetzt sind wir endlich da. Okay, das war die Geschichte. Und was hat der Hans gemacht? Der kam zurück voller Euphorie und dachte, Mensch, juhu, endlich mal was Tolles, und geht damit zur Süddeutschen, geht damit zur TZ, geht damit zum Merkur und geht zu den ganzen Verlagshäusern und sagt, hey Leute, ich habe eine tolle Geschichte für euch. Weiß nicht, nicht von Interesse. Tolles Interview. Und übrigens kommen die russischen Freunde hierher, machen Ausflug in Kempten unten. Große Nummer, wirklich, ja. Ich finde, das Wort Lückenpresse passt auch wirklich ganz gut. Ihr erinnert euch vielleicht, viele haben es von euch mitbekommen, dass es im Frühjahr diesen Jahres in der Ukraine, und zwar von Seiten der Westukraine aus, nicht die Separatisten im Osten, sondern die Westukraine aus, die haben gigantische Friedensmärsche veranstaltet, von überall her nach Kiew, Sternmärsche, angeführt von russisch-orthodoxen Priestern, und es waren Zehntausende unterwegs, die da gelaufen sind. Habt ihr davon irgendetwas in den deutschen Medien jemals gehört, in den Massenmedien? Gar nichts. Null. Nada. Niente. Und hier auch nochmal eine Auflistung. Die Top 10 Länder mit der höchsten Zahl negativer Russlandberichte in der Zeit vom 1. bis 7. Februar 2016. Also hier zur Erklärung, negativ ist dunkellila, mäßig negativ ist helllila, neutral ist braun, grün ist mäßig positiv und gelb ist positiv. Und wir sehen, dass wir wirklich Weltmeister sind im Russenbashing. Das schafft kein Land auf dieser Erde, so gegen Russland zu hetzen, wie es in unserem Land stattfindet. Und das ist eine Frage, die ich mir immer und immer wieder stelle, und ich will darauf Antworten haben. Wieso müssen wir glauben, dass dieses Land die Inkarnation des Bösen ist? Wieso sollen wir glauben, dass dieser Mann der neue Hitler ist? Es gibt hunderte von Artikeln und Schlagzeilen und Headlines und Coverfotos, wo ihn zeigen. Es ist wie eine Art Wettbewerb, ja? Wer macht das gruseligste Putin-Cover, wie wenn es einen Preis dafür geben würde. Und das für mich geschmacklos ist das da. Man sieht Putin oberkörperfrei an einem Kamin lehnend mit einem Gewehr und all seine Trophäen, die er an der Wand hat, unter anderem MH17, abgeschossen. Als abgeschossene Trophäe. Okay? Und dann gibt es Leute in unserer Gesellschaft, hohe führende Persönlichkeiten, wie zum Beispiel diesen Herrn hier, der permanent endlose Hetzreden gegen Russland absondert. Anders Fogh Rasmussen war mal dänischer Ministerpräsident 2003 schon und hat massiv für den Irakkrieg geworben und auch ehemaliger NATO-Generalsekretär. Der hat jetzt gerade im September 2016 einen Kommentar im Wall Street Journal gebracht oder hat man von ihm abgedruckt, und darin erklärt er, dass die USA den Weltpolizisten spielen müssen, um Autokraten wie Wladimir Putin etwas entgegenzusetzen. Also Amerika ist nach seiner Meinung ein Polizist, der die Ordnung wiederherstellt, ein Feuerwehrmann, der die Flammen des Konfliktes löscht, und eine Art Bürgermeister, der smart und mit Augenmaß den Wiederaufbau leitet. Ebenso lobt er die USA für ihre Führungsrolle in der internationalen Ordnung, welche nach dem Zweiten Weltkrieg errichtet wurde und welche eine nie zuvor dagewesene Periode des Friedens, des Fortschritts und des Wohlstands für die Welt geschaffen hat. Die Toten von Korea, Vietnam, Jugoslawien, Afghanistan, Irak, Libyen und so weiter scheinen bei diesen Gedanken in diesem kranken Gehirn überhaupt keine Rolle zu spielen. Und ich frage mich, wann irgendwann mal ein verantwortungsvoller Psychiater kommt und den Menschen einfach einweist. Ja? Das ist eine lebende Handgranate ohne Splint. Und die einzige Antwort, die man ihm eigentlich geben könnte, ist das da. Für die, die es nicht gesehen haben, genau. NATO bestätigt, NATO meldet, NATO teilt mit, NATO gibt bekannt und so weiter und so fort. Und diese Meldung wird dann von allen anderen Sendeanstalten aufgegriffen und weiter verbreitet, und dann wird aus einer bloßen Behauptung wird dann Gewissheit, weil alle können ja nicht lügen. Es geht ja nicht. Es wäre unmöglich. Nein,
Alle lügen auch nicht, aber alle sind entweder zu faul, zu blöd oder einfach nicht willens genug, um wirklich über die Wahrheit zu berichten. Dann würde ja das ganze Kartenhaus der Manipulation und Propaganda würde ja einfach in sich zusammenfallen. Und gerade deutsche Medien greifen nur allzu gern die Verlautbarungen der NATO auf und machen damit Schlagzeilen, wie hier zum Beispiel Locus Online. Ja? Russische Kampfpanzer dringen mit Panzern in die Ukraine ein, das war kein Versprecher. Fotos und Beweise gibt es zwar nicht, ja? Aber was spielt das schon für eine Rolle? Die werden ja die Wahrheit schon sagen. Ja? So bestätigt, gleich zweimal im Anfang, bestätigt, russische Truppenbewegungen, russische Kampftruppen und so weiter. Und allen voran unsere Blödzeitung, ganz vorne mit dabei, dröhnende Schlagzeilen, kriegt man jeden Tag um die Ohren gehauen. Wie gefährlich sind Putins Bomber über Europa? Und Gott sei Dank haben wir ja jetzt im Baltikum unsere Jungs stationiert, die mit ihren Eurofightern da fliegen. Bei Eurofightern ist es so, die fliegen schon toll, aber Krieg sollte nicht sein, weil es ist doof und kalt soll es auch nicht sein und nachts soll es auch nicht sein, aber sonst sind es eigentlich ganz gute Flugzeuge, habe ich gehört. Ja? Kostet auch nur 120 Millionen einer. Und schon wieder ist es soweit, die deutschen Truppen sind im Baltikum, hatten wir auch schon mal, war jetzt keine so große Erfolgsgeschichte. Ne? Und dann wollen wir an dieser Stelle nochmal auf den Vorwurf Lügenpresse eingehen. Also das waren jetzt wirklich nur ein paar Beispiele von tausenden von Berichten, von Sendungen, die permanent auf uns herniederreinprasseln. Ja? In allen Bereichen in unserem Leben. Erinnert euch nur an die unsägliche Hetze gegenüber die Sportler von Russland in Olympia. Egal in welchem Bereich, man kann immer noch eine Geschichte draus stricken, um es Russland in die Schuhe zu schieben. Vielleicht kennt ihr das Foto von der Serena Williams und dieser mit der Tennisspielerin. Man sieht, ich habe es leider nicht mehr gefunden, man sieht die aufgepumpte Serena Williams wirklich voller Testosteron und Muckis wie ein Mann und nebendran eine hübsche, schlanke russische Tennisspielerin, aber die ist gedopt. Ja. Und die, also wenn wir uns jetzt den Pressekodex überhaupt mal anschauen, dann stellen wir fest, das wird überhaupt nicht beachtet. Das interessiert gar niemand. Dann es gibt ständige Verstöße gegen alle Grundsätze und der Vorwurf Lügenpresse, der ist eigentlich falsch. Er müsste eigentlich heißen Hetzpresse. Und diesen Vorwurf müssen sich wirklich alle gefallen lassen, die als mediale Büchsenspanner für diese ganzen Konflikte mitverantwortlich sind. Es sind Lügner. Ihr seid Lügner. Und schreibt es euch in den Spiegel, jeden Morgen, wenn ihr aufsteht und euch ins Gesicht schaut, ihr seid Lügner. An euren Händen klebt das Blut von Millionen Menschen, die jetzt auf der Flucht sind, deren Länder verheert worden sind, weil ihr diese falschen Nachrichten weitergegeben habt. Wie hat das Brecht mal gesagt? Wer die Wahrheit nicht kennt, ist nur ein Dummkopf. Wer die Wahrheit kennt und sie eine Lüge nennt, der ist ein Verbrecher. Das hat die Sevim Dagdelen erstmal der Karin Eckhardt, Göring Eckhardt im Bundestag um die Ohren kauen, als es auch um die Ukraine ging. Also, wir erinnern uns mal, was jetzt eigentlich hier passiert auf der Welt. Als es mit der deutschen Wiedervereinigung, als da der Kalte Krieg dann endlich zu Ende ging, wurde der Warschauer Pakt damals aufgelöst. Die NATO ist aber bestehen geblieben. Das war schon mal das Erste, was sehr seltsam war. Es wurde vereinbart damals, dass es zu keiner NATO-Osterweiterung kommt. Das ist 1990 und irgendwie haben das die Generäle im Pentagon bei der NATO nicht wirklich verstanden, was es heißt, keine Osterweiterung. Weil wenn wir uns 2009 anschauen, dann ist es das. Habt ihr gesehen, wie die russische Grenze in Richtung der NATO gehüpft ist? Nochmal zurück. Zack. Wahnsinn. Unglaublich. Wie macht die russische Grenze das, ja? Ein sehr aufschlussreiches Interview, das als Art Hausaufgabe zu sehen ist, für den, der es noch nicht gesehen hat, ist von diesem Herrn, ich glaube, dieses Jahr veröffentlicht worden. Der Mann ist George Friedman und seine Position ist, er ist sozusagen der Vorsitzende oder Generalsekretär oder halt irgendwie der Chef von einem Think Tank, von so einer Fabrik, so einer Denkfabrik, von so einer Fabrik, die quasi Meinungen vorgibt und Meinungen anschießt, nämlich von Stratfor, das heißt Strategic Forecasting. Und der hat in einem sehr aufschlussreichen Vortrag und dann Frage-Antworten-Stunde hat er erklärt, dass es die oberste Prämisse der amerikanischen Außenpolitik der letzten 100 Jahre war, Russland und Deutschland zu entzweien.
Das ist also quasi, das war die Hauptagenda, die die US-Administrationen von Anfang an hatten. Und wenn ich jetzt mal so zurückdenke, so 100 Jahre, okay, wir haben jetzt 1916, oh, das war während dem Ersten Weltkrieg. Ja, heißt denn, dass ich jetzt über den Ersten Weltkrieg nochmal neu nachdenken muss? Oh, und wann später war ja noch, der Zweite Weltkrieg, müssen wir auch neu nachdenken oder so, aber das darf ich nicht. Da bin ich illegal. Dann darf ich nicht drüber nachdenken und deswegen machen wir das jetzt heute auch nicht. Aber das ist eine wirklich entscheidende Aussage, die der Mann damals getroffen hat, dass es also nicht erst seit kurzem ist, dass man uns auseinandertrennen will, sondern dass es wirklich oberste Prämisse war. Und vielleicht ist das auch eine Erklärung dafür, warum sich unsere Schreiberlinge, warum unsere Politik auch wirklich die ganze Zeit diese Mühe macht, um uns zu entzweien. Und es gibt, wenn man genau nachschaut, immer wieder Menschen, die ein bisschen von der Wahrheit durchschlüpfen lassen. Ja, einer der großen englischen Staatsmänner, müsste man eigentlich auch Staatsverbrecher dazu sagen, aber so ist halt die Geschichte, es verdreht dann oft alles. Der hat damals gesagt, derjenige muss blind sein, der nicht sehen kann, dass hier auf Erden ein großes Vorhaben, ein großer Plan ausgeführt wird, an dessen Verwirklichung wir als treue Knechte mitwirken dürfen. Sollte man mal drüber nachdenken, finde ich. Ja? Also, was ist denn das für ein Plan? Im August in diesem Jahr hat dieser Mensch, dessen Namen ich verdrängt habe, gesagt, dass es Kritik gab, dass der Krieg im Jemen nicht so viel Berichterstattung bekommt. Und seine Argumentation live in der Sendung war dann eben, dass der Krieg in Syrien so viel Platz einnimmt, dass es also nicht mehr möglich ist, jetzt den Krieg in Jemen auch noch journalistisch aufzuarbeiten. Das sagt er nach 3 Wochen Olympia, Kugelstoßen, Volleyball und Gedöns, wo hunderte Stunden zugepflastert worden sind in den Öffentlich-Rechtlichen und da hat der nichts von dem Jemen erzählt. Und ich habe ein paar Dinge aus dem Jemen gefunden, was letztes Jahr im Sommer passiert ist. Ich möchte euch einfach mal bitten, diese Bilder anzuschauen, was da eigentlich wirklich passiert und warum es sein könnte, dass wir davon jetzt nichts erfahren, was für Waffen wir da eigentlich gerade sehen, die da im Einsatz sind, welche Art von Explosionswolke sich da gerade ergibt und welche unglaubliche Energiemenge da rauskommt. Wie war das mit dem Raumzeitkontinuum? Atombomben sind kurze Explosionen von Raumzeitenergie. Aller Wahrscheinlichkeit nach, ich kann es nicht verifizieren, ja, ich kann das nicht bestätigen, waren das taktische Atomwaffen, die da eingesetzt worden sind. Im Jemen, letztes Jahr, von saudischen Flugzeugen abgeworfen, die Amerikaner natürlich geliefert haben. Oder zum Beispiel, wenn wir uns Damaskus anschauen, vor 3 Jahren, am 13. Mai. Ich habe 3 Bilder gefunden, alle den gleichen Bildausschnitt. Das Interessante ist dann eben nicht nur diese Größe dieser Wolke, sondern die Art und Weise, wie die Wolke dann eben hier einen ganz charakteristischen Eindruck hinterlässt. Davon haben wir alle nichts gehört in den Medien, gell? Tja, ich denke, jedes Bild sagt eigentlich mehr als 1000 Worte. Und da liegen die Ursachen der ganzen Probleme. Und es gibt sogar Generäle, die Agenda oder Ex-Generäle, die die Agenda der Amerikaner öffentlich machen. Man muss es nur in dem richtigen Kontext sehen. Das ist jetzt Englisch, ihr werdet den Sinn trotzdem verstehen. About 10 days after 9/11, I went through the Pentagon and I saw Secretary Rumsfeld and Deputy Secretary Wolfowitz. I went downstairs just to say hello to some of the people on the joint staff who used to work for me. And one of the generals called me and he said, "Sir, you got to come in, you got to come in and talk to me a second." I said, "Well, you're too busy." He said, no. He says, "We've made the decision we're going to war with Iraq." This was on or about the 20th of September. I said, "We're going to war with Iraq? Why?" He said, "I don't know." He said, "I guess they don't know what else to do." So I came back to see him a few weeks later. And by that time, we were bombing in Afghanistan. I said, "Are we still going to war with Iraq?" And he said, "Oh, it's worse than that." He said, he reached over on his desk, he picked up a piece of paper. He said, I just got this down from upstairs, meaning the Secretary of Defense's office today. And he said, "This is a memo that describes how we're going to take out 7 countries
in 5 years, starting with Iraq and then Syria, Lebanon, Libya, Somalia, Sudan and finishing off Iran. Das war General Wesley Clark in einer Talkrunde mit Amy Goodman, die hat ist auch eine sehr berühmte Wahrheitskämpferin in Amerika, Democracy Now! Ist der ihr Kanal. Und er war ehemaliger Supreme Allied Commander Europe, also der Chef der Vereinigten Streitkräfte von Europa und damals auch einer der Oberbefehlshaber 99 im Kosovo-Krieg. Und nur mal, zu wiederholen, 10 Tage nach dem 11. September hat er im Pentagon Kollegen getroffen, andere Militärs getroffen, die gesagt haben, we made the decision to go to war with Iraq. Also 10 Tage nach 9/11 hatten die schon den Plan, im Irak einzumarschieren. Und why? I don't know. Ja, das war die Antwort. Und später dann hat er gesagt, dass es einen Plan gab, wie man innerhalb von 5 Jahren 7 Länder ausnocken möchte. Das war der Langzeitplan des Pentagon. Und es existiert eben dieser Langzeitplan zur kompletten Umgestaltung dieser Länder oder anders gesagt, diese Länder zu ruinieren und die bestehenden Staatsformen zu zerstören. Das ist der Plan, den das Pentagon schon 2001 oder schon vorher hatte. Und die bisherige Bilanz von diesem Plan: In Afghanistan ist seit 15 Jahren Krieg, ein Zustand, der sich dort offensichtlich seit Generationen überhaupt nicht ändert. Und der Irak wurde seit 2003 zurückgebombt auf den Status vom 19. Jahrhundert, vielleicht sogar noch mehr. Libyen wird quasi nur noch von Terrorbanden regiert oder terrorisiert und Syrien ist ein nicht enden wollender Albtraum geworden. Wir haben mittlerweile mindestens 3 Millionen tote Muslime, weltweit Tendenz steigen, da natürlich durch den massiven Einsatz von Uranmunition die ganzen Länder verstrahlt sind für die nächsten Jahrtausende und die Folgen davon sind ja noch nicht mal absehbar. Und es gibt Intellektuelle, die sich mit diesen Thematiken auseinandersetzen und da gibt es dabei noch eben einen ganz anderen Plan dieser herrschenden Elite, nämlich Massenmigration als Waffe. Eine gewisse Kelly Greenhill aus Boston, die hat ein äußerst erhellendes Buch geschrieben, das im deutschen Kopfverlag übersetzt worden ist, nämlich Massenmigration als Waffe. Und da steht mehr oder weniger drin, das ist die wissenschaftliche Beschreibung der Flüchtlingskatastrophe, die wir jetzt alle erleben, und wie sie dazu benutzt wird, um Staaten zu destabilisieren. Äußerst spannend, muss ich gestehen, die Politiker sollten da mal kurz reinschauen. Und wenn unsere Politiker sich schon darüber unterhalten, dass man die Fluchtursachen bekämpfen möchte, und dann schlage ich einfach vor, dass sie die wahren Schuldigen dieser Katastrophe einfach mal beim Namen nennen. Wie wäre das denn? Ja? Es war nämlich der Überfall auf den Irak, der den IS erst in die Welt gesetzt hat. Es war der vom Westen forcierte Krieg gegen Syrien, der den IS so richtig hat aufblühen lassen. Und es war der Sturz von Gaddafi und die Bombardierung von Libyen und die Destabilisierung durch die NATO, die den Islamisten in Nordafrika so richtigen Schwung brachte und die Fluchtroute über Libyen und das Mittelmeer nach Italien so richtig eröffnet hat. Gaddafi hat gesagt, wenn er mich ausschaltet, wird ganz Afrika sich auf den Weg machen. Und genau das ist passiert. Und diese Zusammenhänge, die sind kausal. Und nicht wegzudiskutieren, aber sie werden von der transatlantischen, ich darf es wirklich so sagen, Lügenpresse, die an all diesen Verbrechen aktiv mitgewirkt hat, einfach dröhnend totgeschwiegen. Dröhnendes Schweigen. Und ich muss gestehen, mir war das alles schon bekannt. Ich habe 2003 hier ein Buch auf dem Tisch gefunden, danke Olli, Mansur Khan, Jahrgang 68, gar nicht viel älter wie ich, aber ein schlauer Kopf, der das alles mal so richtig aufgelistet hat. Und ich habe hier eine Liste, die habe ich schon mal gezeigt, jetzt rolle ich sie einfach mal aus. Diese Liste habe ich einfach mal ausgerollt und kopiert. Das sind die letzten Seiten von diesem Buch. Da ist nämlich aufgelistet, wie viele Kriege Amerika seit Beginn der Unabhängigkeitskriege angefangen hat. Und sie ist nicht vollständig, es fehlen seit 2003 noch ein paar Seiten. Bitte sinnvoll zu ergänzen. Das heißt also, das Ganze ist kein Neuzustand, sondern das war der Normalzustand. Oder, wie es dieser Herr ausgedrückt hat: Wir können ohne Konflikt nicht leben. Eine Welt, die befriedet ist, ist heutzutage nicht im amerikanischen Interesse. Sie können es gar nicht. Empfehle ich mal anzuschauen, Positionen von Ken Jebsen. Sehr tolle Talkrunde, toll produziert. Ist also wirklich immer sehr aufschlussreich, was der für Leute zusammenbringt und welche Gespräche die führen. Also schaue ich mir regelmäßig an, kann ich nur ans Herz legen. Positionen von Ken FM. Ja, und damit man das auch mal so richtig verinnerlichen kann, wie wir eigentlich verarscht werden, habe ich hier noch was vorbereitet. Ich habe hier mal was vorbereitet. Ladies and Gentlemen, it's showtime. Wollen wir mal anfangen. In der roten Ecke, President Bush. In der blauen Ecke, Mr. Obama. Und in der weißen Ecke,
Präsident Putin, auf zur Runde Nummer 1. Kategorie 1 ist Frauen, Kinder und ältere Menschen durch Drohnen getötet. Präsident Bush über 200, Obama über 2000 und Putin 0. Das heißt also, der erste Punkt, den wir hier haben, der geht an Obama, ganz klar. Nächste Runde, Kategorie 2. Zivile Opfer in ungerechtfertigten Kriegen und in deren Folge. Bush über 1 Million. Also was haben wir denn da? Afghanistan und Irak. Obama 150.000. Mit immerhin Afghanistan, Irak, Jemen, Libyen, Syrien, Pakistan. Präsident Putin 0. Ein Punkt für Mr. Bush. Kategorie 3. Ohne Bedrohung bombardierte Länder. Bush 2. Obama 6. Wahnsinn. Afghanistan, Irak, Pakistan, Libyen, Somalia, Jemen. Putin 0. Nächste Kategorie. Kategorie Nummer 4. Länder, denen man mit Angriffen oder Invasionen drohte oder droht. Bush, immerhin 6 Länder in seiner Zeit. Syrien, Iran, Nordkorea, Somalia, Libanon, Libyen. Obama auch 6. Syrien, Iran, Nordkorea, Kongo, Südsudan, Zentralafrika, Putin, oh, sieht schlecht aus, wieder kein Punkt für Präsident Putin. Und somit gibt es einen Doppelpunkt für Bush und Obama. Es wird spannend. Also, was haben wir noch für eine Kategorie? 5, bekannte aktive Folterlager. Bush, 2, also was haben wir hier? Guantanamo und Abu Ghraib. Dazu Obama, ja, Guantanamo ließ sich leider nicht schließen in 8 Jahren, war nicht ganz möglich. Putin, auch kein Folterlager, wieder kein Punkt für Präsident Putin. Also, gibt es einen Punkt für Präsident Bush, er holt auf. Nächste Kategorie, vorletzte Kategorie, Unterstützung terroristischer Rebellen durch Waffen und Agenten. Bush 2, immerhin in Tschetschenien, Georgien, Obama 2, Libyen und Syrien. Putin wieder kein Punkt, ist aber auch schade. Und letzte Kategorie, Gleichstand. Unterstützung politischer Destabilisierung durch farbige Revolutionen. Bush war fleißig, wirklich 10. Also Libanon, Georgien, Ukraine, Russland, Weißrussland, Burma, Moldawien, China, Venezuela, Usbekistan, CIA voll beschäftigt. Obama 10. Ägypten, Tunesien, Ukraine, Venezuela, Jemen, Sudan, Pakistan, Russland, Türkei und Brasilien. Es sieht nicht gut aus, Mr. Putin. Und das heißt also auch, wir haben nochmal einen Doppelpunkt. Das bedeutet, und Trommelwirbel, den müsst ihr euch jetzt dazu denken, the winner is the Battle of the Evil, President Bushama. Vollkommen egal, wer da an der Macht ist, es ist immer das Gleiche. Und uns verkauft man aber genau das Gegenteil. Putin ist der neue Hitler. Ich habe eine Grafik gefunden, ich weiß nicht, ob die stimmt. Russland nach 14 Jahren Putin, das war 1999, 2013. Lest einfach selber mal. Bruttoinlandsprodukt 195 Milliarden US-Dollar, 2013 2,11 Billionen. Bruttoinlandsprodukt 1.320 US-Dollar, 14.000. Inflation von 36,5 runter auf 6,5. Gold- und Währungsreserven 12,6 Milliarden, 500 Milliarden. Staatsverschuldung 78%, jetzt 8%. Rente 500 Rubel, jetzt 10.000 Rubel. Gehalt 1.500 Rubel, jetzt 30.000 Rubel. Also in meiner Klasse war ein Russe, der hat hier, gerne. Ich kann die Richtigkeit, kann es nicht bestätigen, dass das stimmt. Und es gibt Russen, die schimpfen extrem über Putin. Ja? Aber es scheint wohl offensichtlich auch etwas zu geben, was er richtig macht. Und übrigens habe ich gerade vorhin erst gefunden, der hatte ja am 6. Oktober Geburtstag. Und in New York, in der Manhattan Bridge, hat jemand ein großes Plakat aufgehängt, nämlich Peacemaker. Es gibt wohl auch Fans von Putin in Amerika. Ich kenne ihn nicht und ich kann nicht sagen, dass er ein lupenreiner Demokrat ist. Also der Mann hat bestimmt auch Seiten an sich, die nicht unbedingt das sind, was ein Demokrat so normalerweise macht. Aber der ist ein Mann, der in diesem System wohl die richtigen Entscheidungen, richtigen Fäden zieht. Und ich frage mich, was passiert, wenn der nicht da wäre. Das ist alles im nebulösen Bereich, aber ich wollte es nur mal in diese Richtung bringen. Oder hier, um mal jetzt auf das Wesentliche zu kommen, warum das eigentlich so ist, warum wir nicht richtig informiert werden, ein Zitat von Nietzsche, der das sagt, manchmal wollen die Menschen die Wahrheit nicht hören, denn das würde ihre ganze Illusion zerstören. Und das mag für viele zutreffen, aber
Bei weitem nicht eben für alle Menschen, sonst wären wir jetzt alle nicht zusammen, oder? Was außer der Suche nach Wahrheit hat uns eigentlich alle hier zusammengetragen, ja? Und doch gibt es so viele Menschen auf der Welt, die sind wie paralysiert und die sehen offenen Auges ihrem eigenen Untergang entgegen, anstatt sich gegen dieses System aufzulehnen und eine bessere Welt zu schaffen. Und ich frage mich eben schon seit Jahren, wie die das immer schaffen, uns so komplett zu verarschen. Das habe ich mich schon tausende Male gefragt in meinem Leben, aber so langsam komme ich der Lösung näher. Und ich bin Gott sei Dank nicht der Einzige, der sich diese Fragen stellt. Und es gibt Gott sei Dank Leute, die sind viel, viel schlauer wie ich, die sich damit beschäftigen. Und einer, der mir wirklich sehr, sehr viele Antworten gegeben hat, das ist ein Mann, der auf seine alten Tage hin noch ein wirklich YouTube-Rockstar geworden ist. Und der hat mit seinem Vortrag aufgezeigt, wie sehr und vor allem wie lange wir schon mit der übelsten Propaganda betrogen und belogen werden. Und das ist nämlich der Professor Rainer Mausfeld von der Uni in Kiel. Wer den nicht gesehen hat, muss den heute Abend noch runterladen und spätestens morgen Abend angeschaut haben. Also das ist ein sehr, sehr wichtiger Vortrag, der jetzt bestimmt schon Hunderttausende, wenn nicht eine Million Mal geklickt worden ist. Ist ein bisschen zäh im Anbiss, aber kraftvoll in der Verdauung, hat einer bei YouTube geschrieben. Ja, er redet ein bisschen verschwurbelt in so akademischen Sätzen, zum Beispiel, ja, so Hinweise darauf gibt es in Abundanz. Und ich so, was ist das, ein Vorort von Konstanz oder was ist Abundanz? Oder ach, in Abundance, im Überfluss. Ach so, Hinweise gibt es im Überfluss und so. Also der Mann ist Akademiker und man muss das vielleicht mal ein bisschen mehrfach anhören, aber es gibt es auch als Transkript im Internet zu finden. Propagandaschau.com, wenn ihr anschaut, findet ihr auch das Transkript. Und das Besondere an diesem Vortrag ist einfach, er zeigt die Mechanismen auf, wie wir von der Illusion der Informiertheit quasi manipuliert werden. Oder anders gesagt, wir leiden an einer Krankheit und wir wissen gar nicht, dass wir daran leiden, nämlich die Illusion der Informiertheit. Das bedeutet, der Bürger schlägt am Vormittag seine Süddeutsche auf, vormittags hört er im Auto Bayern 5 aktuell, denn alle 15 Minuten kann sich die Welt verändern, wissen wir ja. Dann mittags wird bei Google Online vorbeigeschaut, vielleicht noch Spiegel Online. Am Abend kommt dann die Tagesschau, Tagesthemen, Heute-Journal, was auch immer. Und dann geht der Bürger am Abend ins Bett mit dem allumfassenden Gefühl der Informiertheit und merkt gar nicht, dass er vom Wort Guten Abend an belogen worden ist. Ja, das ist die Quintessenz, die dieser Mann in seinem Vortrag bringt. Und das kann ich jetzt gar nicht alles aufzählen. Es gibt auch ein Interview mit Ken Jebsen mit ihm, kann ich wirklich nur ans Herz legen. Er bringt es auf zwei Punkte in diesem Vortrag. Das eine ist Fragmentierung und Rekontextualisierung. Also Fragmentierung bedeutet, man nimmt ein Themengebiet, Syrienkrieg, zerreißt es in 1000 einzelne Stücke und packt die Stücke in einen neuen Kontext zusammen. Und damit wird der ganze offensichtliche Vorgang, der da wirklich passiert, unsichtbar gemacht. Hidden in plain sight, sagen die Amerikaner dazu, auch versteckt vor allen Augen sozusagen. Also kann ich euch nur ans Herz legen, der Mann hat da Pionierarbeit geleistet und hätte nicht gedacht, dass dieser Vortrag wirklich so viel Resonanz bringt und auch so viel Feedback ihm dann noch einbringt. Oder wie es Mr. Bevin, der ehemalige britische Außenminister, schon mal gesagt hat, a newspaper has three things to do, has three things to do. One is to amuse, another is to entertain, and the rest is to mislead. Also auf Deutsch, eine Zeitung hat drei Dinge zu tun. Das eine ist zu amüsieren, das andere ist zu unterhalten und der Rest ist Irreführung. Und das hat er gesagt auf der Außenministerkonferenz am 10. Februar 1946 nach dem Zweiten Weltkrieg. Also damals war das schon Standard, dass das die Aufgabe der Medien ist. Und die meisten Menschen sind sich dessen überhaupt nicht bewusst, wenn sie am Abend Promi Big Brother anschauen oder sonst irgendwie eine Schmonzette, die über den Bildschirm flimmert, dass sie jetzt im Endeffekt dieses Bild vor sich haben. Ja, so. Oder wie es John Lennon einmal ausgedrückt hat, unsere Gesellschaft wird von wahnsinnigen Leuten mit wahnsinnigen Zielen angeführt. Ich denke, wir werden von Verrückten gesteuert, um deren verrückte Pläne zu erfüllen, und ich denke, ich kann als verrückt betrachtet werden, wenn ich das anspreche. Das ist es, was verrückt dabei ist. John Lennon war ein schlauer Kopf, von hinten erschossen, jammer schade, wirklich. Also er hat damals auch schon gewusst, was hier Sache ist. Und ich muss hier ein Themengebiet kurz aufmachen, das für das Verständnis des großen Bildes essentiell wichtig ist. Und zwar ist es ein Gebiet, das nennt sich politische Ponerologie.
Wenn ihr dieses Thema noch nicht verstanden habt, kann ich euch nur empfehlen, das einfach mal ansatzweise zu verstehen oder das mitzunehmen, was ich euch jetzt sage. Poner ist griechisch und bedeutet das Böse. Und Ponerologie ist quasi die Wissenschaft über das Böse. Ein polnischer Wissenschaftler hat vor Jahrzehnten schon Andrew Lobaczewski hat eben ein Buch herausgebracht, das dann relativ schnell verboten wurde. Und es geht darum, Psychopathen in unserer Gesellschaft zu erkennen oder zu erkennen, dass es überhaupt Psychopathen gibt. Und hier eine Preisfrage: Wer von diesen Leuten hier ist der Psychopath? Ne? Also, ich habe hier ein paar Bilder ausgesucht. Natürlich hier oben American Psycho, Christian Bale als Massenmörder, hier unten noch irgendein anderer mit der Axt. Das da ist Bernie Madoff, glaube ich, der hat dieses Betrugssystem in Amerika gemacht. Ich glaube, er hat ungefähr 20.000, 30.000 Menschen in den Ruin geführt mit falschen Anlageversprechungen, 50 Milliarden Dollar Schaden ungefähr. Und natürlich der Oberpsychopath auf diesem Bild ist natürlich hier Hannibal Lecter, Sir Anthony Hopkins. Aber der Mann ist eigentlich gar kein Psychopath, sondern der ist Schauspieler. Der ist ein Bon Vivant, ein Feingeist. Der hat sogar einen Walzer komponiert, den André Rieu irgendwann mal in der Wiener Hofburg uraufgeführt hat. Also das ist kein Psychopath, sondern wir sprechen hier von ganz anderen Menschen, die wirklich Psychopathen sind, denen man es nicht außen ansieht. Und es gibt schon seit einigen Jahrzehnten Forschungen in dieser Richtung, nämlich man hat irgendwann in den 50er Jahren angefangen, in Gefängnissen Untersuchungen zu machen mit Massenmördern. Also wirklich unterste Schublade, Frauenmörder, Kindermörder, Massenvergewaltiger und so. Und man wollte wissen, was ist bei denen anders im Gehirn. Und man hat die dann in einen Hirnscanner reingelegt, einen Szintigraphen, Hirnszintigraph, also Elektroenzephalogrammdaten und alle möglichen Hirnstrommessungen hat man da gemacht. Und man hat denen während dieser Messung gewisse Bilder eingespielt. Rosengarten, Regenbogen, Welpen, Baby, Atompilz und was auch immer. Und man hat dann eben aufgezeichnet, was passiert. Und ein normaler Mensch, wenn dann eine emotionale Reaktion hat, hat gewisse Zacken in seinem Enzephalogramm. Bei denen Nulllinie. Nada. Nichts. Für einen klassischen Soziopsychopathen ist es eigentlich vollkommen egal, ob er eine Blutwurst aufschneidet oder einen Säugling. Der hat dabei das gleiche Empfinden. Okay? Das sind quasi klinisch-psychische Soziopathen. Das hat man festgestellt, dass ein gewisser Prozentsatz in unserer Bevölkerung diese Anlagen hat, so 4-7%, je nachdem, welche Studien man liest. Und die gibt es immer wieder in unserer Gesellschaft, und zwar an führenden Positionen eben. Diese Menschen, die hier drauf sind, mal gucken, ob ich sie noch zusammenkriege, Pol Pot, Kambodscha, die Roten Khmer, Henry Kissinger hat quasi 4 Millionen in Südostasien auf dem Gewissen, Idi Amin, Afrika, Mao Zedong, 50 Millionen, dann Augusto Pinochet, Chile, Ringmann Schwee, den weiß ich jetzt nicht mehr, wo der ist, aber Stalin, Manuel Noriega und Ceausescu, das waren alles Staatspräsidenten, die mehr oder weniger ihr Land in eine riesige Krise und ein riesiges Chaos gestürzt haben, in denen das Blut von Millionen Menschen an den Fingern geklebt ist. Das sind typische Beispiele für solche Menschen, die an ihrer Position solche Dinge umsetzen. Und man erkennt Psychopathen auch an gewissen Verhaltensmustern, nämlich sie sind unaufrichtig, überheblich, hartherzig, unbarmherzig, seicht, ungeduldig, launisch und so weiter, parasitär, pathetisch, tyrannisch und so weiter. Also je mehr Eigenschaften sie an sich oder an ihrem Partner erkennen, bei mehr wie 5 wird es kritisch, okay? Sollten Sie mal drüber nachdenken, mal mit jemandem drüber zu sprechen, der da vielleicht was justieren könnte. Und man erkennt sie vor allem auch an ihrem Blick, so ein dunkler, durchtriebener Blick, wie manche Leute drauf haben, wie zum Beispiel dieser junge Mann hier. Das ist auch so ein klassisches Bild von einem Psychopathen irgendwie. Was hat Tony Blair gemacht? Er hat 2003 ganz massiv für den Irakkrieg getrommelt und war natürlich auch einer von der Coalition of the Willing. Und ist eine schwangere Frau hier, bitte jetzt die Augen zumachen beim nächsten Bild. Und das ist das Resultat davon. Die verstrahlten Kinder von Basra. Was denken Sie, was die Eltern und Geschwister dieser Wesen wohl machen, wenn die so etwas sehen? Glauben Sie nicht, dass sie einen gewissen Hass entwickeln gegenüber Amerika und dem Westen? Dass die vielleicht nicht als letzte Ausnahme sich dem IS anschließen oder sonst irgendwas? Diese Tatsache, dass es diese Menschen gibt, ist das eine saure Drops, was wir schlucken müssen. Aber das richtig dicke saure Drops oder dieser stachelige Kaktus, den wir schlucken müssen, ist, dass ein Großteil der führenden Persönlichkeiten auf diesem Planeten diese Verhaltensmuster haben. Das ist das eigentlich Entscheidende dabei.
Und nur so kann man auch nur ansatzweise verstehen, was hier überhaupt abgeht auf diesem Planeten. Warum es so ist, wie es jetzt momentan gerade ist. Unsere Politiker, sollte man sagen, ja, sind ja da ganz anders. Die sind ja alle integer und so weiter. Und man hat jetzt einen Politiker herausgesucht, ich muss anders anfangen. Trump aktuell stürzt gerade jetzt, wahrscheinlich hat er seine Präsidentschaft jetzt verloren, weil er über einen Sexskandal gestolpert ist. Sollte man eigentlich denken, dass das jetzt ein Thema ist, das wird er nie überleben. Wenn ein quasi erwachsener Mann sich an ein 13-jähriges Mädchen ranmacht und gibt es auch noch ein Video davon, dann ist es wahrscheinlich, wird er nicht überleben. Könnte man meinen, vielleicht ist es ja doch anders. Verleihung oder Einschwörung eines neuen Senators im US-Kongress. 13-jährige Tochter des Senators vor ihm. Joe Biden, 13-jähriges Mädchen. So eine Prozedere, wenn der eingeschworen wird. Thank you. You're a good-looking girl. You know how horny I am when I have a 13-year-old girl standing right next to me? Der amerikanische Vizepräsident macht bei laufender Kamera und mit offenem Mikro quatscht er ein 13-jähriges Mädchen an, wie geil er wird, wenn er sie neben sich hat. Sollte man eigentlich meinen, dass so etwas in den Medien zu finden ist, oder? Bin ich da der Einzige, der davon ausgeht? Oder wie es Machiavelli mal gesagt hat, betrachtet man das Handeln der Menschen, dann sieht man, dass jene, die großen Reichtum und Macht errungen haben, dies mit Gewalt oder Betrug erreichten. Und haben sie das erst erreicht, dann verbergen sie die Verdorbenheit ihrer Taten unter einem ehrenwerten Titel. Interesting. Weil es gibt eine Agenda der Amerikaner, die hat diesen Titel. Full Spectrum Dominance. Das ist quasi die oberste Agenda, die Amerika jetzt umsetzt. Heute, wo wir hier sitzen. Ständig, seit Jahren. Und es geht um den Nahen Osten. Und der Syrienkrieg, der Krieg in Syrien, der ist ein Musterbeispiel für diese gesteuerte Medienmanipulation. Und die ist unabdingbar, wenn man die eigenen Kriegsziele wirklich durchsetzen möchte. Und in zukünftigen Jahren, ich bin mir ganz sicher, dass Studenten der Politwissenschaften in zukünftigen Jahren diesen Krieg oder diese Situation studieren werden als Fallbeispiel, wie man mit Heuchelei der Massenmedien so einen Zustand bringen konnte, dass man die Menschen davon überzeugt, dass es hier um Demokratie geht und dass es ein hehres Ziel ist, dass wir gegen Syrien Krieg geführt haben. Zum Beispiel will uns die New York Times weismachen, dass das Weiße Haus die freiheitsliebenden Rebellen in Syrien unterstützt, die politisch gemäßigt seien und gegen ein despotisches Regime um ihr Leben kämpfen, das von einem bösartigen Augenarzt angeführt wird, Bashar al-Assad. Es ist ja bekannt, dass Augenärzte generell Psychopathen sind und gefährlich sind. Ja? Bashar al-Assad ist Augenarzt, das wusste ich auch nicht. Aber wir wissen, dass das ganze Syrien-Fiasko von der CIA angeleiert worden ist. Mit Waffen, mit Geld, mit Training und seit langem ist es der Plan von den Neokonservativen, den sogenannten schiitischen Halbmond zu knacken, der sich eben hier vom Libanon über Syrien in den Iran erstreckt. Und das sind genau jene Länder, die sich weigern, die vom Westen unterstützten Energieprojekte auf ihrem Land denen zuzustimmen. Und das sind all die Länder, die sich nicht dem Diktat der Zentralbank unterwerfen. Und deshalb gibt es das Bedürfnis, sie in winzige, kleine, schwache Staaten zu zerschlagen, die für Washington eben keine Herausforderung mehr darstellen. Das ist das Ziel des Kriegs da unten im Nahen Osten. Die Zerschlagung des schiitischen Halbmondes. Aber diese Pläne, die werden hinter Nebelkerzen verborgen und der gesamte Konflikt in Syrien hängt an einer einzigen Phrase und das sind gemäßigte Rebellen. Und diese Worte sind entscheidend beim Erzählen dieses ganzen Märchens. Und diese Phrase hat man uns eben von Anfang an um die Ohren geschlagen, der Schwabe kommt durch, ja, um den Anschein von einer Legitimation zu erwecken. Als ging es um eine demokratische Gruppe, die einen heroischen Kampf führt.
So wie diese gemäßigten Rebellen vor kurzem erst einem 12-jährigen Jungen lebendig den Kopf abgeschnitten haben und das auch noch gefilmt haben. Kann man im Internet anschauen, die haben es auf YouTube gestellt. Die Wahrheit ist, dass wir die Unzufriedenheit im arabischen Frühling gekapert haben und dann haben wir diese Länder verseucht und überschwemmt mit ganzen Bataillonen von terroristischen Söldnern aus dem Nahen Osten und Asien und alles nur mit einem einzigen Auftrag, nämlich die Assad-Regierung zu Fall zu bringen. Und zehntausende Dschihadisten wurden durch die NATO in diesen multikonfessionellen Staat eingeschleust, der übrigens von einem Führer regiert wird, der mehr Stimmen bekommen hat wie unser liberaler Messias Barack Obama, nur nebenbei. Ja? Aber diese wahrheitsgemäße Schilderung der Ereignisse ist eben inakzeptabel. Also lässt man solche Informationen einfach weg. Das reicht dann aber noch nicht aus, damit das Volk zufrieden ist. Man muss den Gegner auch noch verleumden. Man muss dann noch das richtige Feindbild schaffen. Dann gibt es Giftgasangriff, dann gibt es Fassbomben, dann gibt es Angriff auf Hilfskonvois und dann gibt es unendliche False-Flag-Angriffe, die uns immer wieder als Schuld von Assad in die Schuhe geschoben werden. Und dann läuft die Medienmaschinerie so richtig an. Und es kommen dann schockierende Enthüllungen ans Tageslicht, meistens dann von einem Überläufer mit so einem irren Tarnnamen wie zum Beispiel Curveball. Wir erinnern uns dran an ihn, dessen Lügen über die angeblichen Massenvernichtungswaffen hat der BND aufgenommen, die haben ihn verhört. Der BND hat es dem MI6 weitergegeben nach England und der MI6 hat es dann quasi nach Amerika weitergereicht und daraufhin haben die den Irak platt gemacht. Wie viele Leute sind jetzt tot wegen dem? Ein paar hunderttausend. Dabei hat er von Anfang an gelogen. Der hatte ein übersteigertes Ego, kein Geld, keine Skrupel, keine Moral. Gibt es eine tolle Doku, ist echt sehenswert, habe ich neulich erst angeschaut. Curveball heißt er. Und dann, wenn so ein Überläufer gefunden wurde, dann beginnen die Massenmedien Gift und Galle zu spucken, und zwar im Chor. Ja? Print, Fernsehen, Radio, Headlines, Talkshows, Leitartikel, den ganzen Tag, Wochen und Monate lang. Das Land wird dann als Schurkenstaat erklärt. Das Regime. Und dann kommen die Schlüsselworte, die muss man verstehen, wenn man diese ganze Propaganda durchschauen will. So Ausdrücke wie Verbrechen gegen die Menschlichkeit oder Kriegsverbrechen oder Worte wie in industriellem Ausmaß vor einem Hauptverb oder vor einem Verb oder Massen vor einem Hauptwort oder vor einem Verb. Ja? Brutale Niederschlagung in industriellem Ausmaß. Regime, Machthaber, Despot und so weiter. Und die Titelseiten, die werden dann gepflastert mit grausigen Fotos, wobei die Fotos meistens Fälschungen sind oder von einem ganz anderen Ereignis herkommen. Und dann, wenn wir schon betäubt sind von diesen ganzen Bildern, dann kommen die Politiker und die Experten in den öffentlich-rechtlichen Bedürfnisanstalten und verrichten ihre geistige Notdurft und bringen dann meistens noch irgendeinen Hitler-Vergleich oder Milosevic mit irgendeinem Massengrab oder so. Das war Georg Schramm übrigens, ja so. Hunderte Artikel, Schlagzeilen, Analysen, Kommentare und. Und wir ertrinken in der Illusion der Informiertheit und merken gar nicht, dass wir im Gleichschritt der Ahnungslosigkeit auf den Abgrund zulaufen zu der Begleitmusik von Germany's Next Topmodel, Oktoberfest und Champions League. Ich habe neulich was gefunden, ein End-User Certificate. Das ist ein Dokument, das die saudi-arabische Regierung ausgestellt hat. Und zwar geht es um einen Waffenkauf von der Ukraine im August 2014. Die waren damals schon etwas klamm in der Ukraine, das Geld hat nie so weit gereicht und dann haben die da ein paar Waffen gekauft. Und ich habe die Liste neulich mal angeschaut und gedacht so, holy shit, was haben die da gekauft? Ich habe es mal in Bilder gemacht. Ja? Die Ukrainer haben alte Waffen verkauft, nämlich 100.000 Kalaschnikow, 18.000 Raketen dazu, die Werfersysteme, 230 Millionen Schussmunition, 50 Haubitzen mit ein paar Schuss dazu, dann noch 2.800 Maschinengewehre, 50 Panzer, das sind die guten russischen, ja, mit 25.000 Schuss, dann noch ein paar ältere T-55 mit 20.000 Schuss, 600 gepanzerte Fahrzeuge und 250.000 Minen, die jetzt die nächsten 70 Jahre jedes Jahr tausende Opfer fordern. Und das Ganze war im August 2014, Warenwert roundabout 500 Millionen Dollar. Das war nur eine kleine Waffenlieferung. Und warum brauchen die Saudis diese ganzen Panzer? Ja, gar nicht. Die sind direkt weitergeschoben worden zu Al-Qaida. Und so ist der Krieg gegen Libyen eine gigantische Lüge. Genauso wie der angebliche Kampf gegen den ISIS. Washington war nämlich von Anfang an auf eine recht
seltsame Art, ziemlich halbherzig hinter der Al-Qaida her oder ISIS. Wieso haben denn die Bomber nicht die von ISIS kontrollierten Ölquellen angegriffen, um ihren Einnahmequelle kaputt zu machen, so wie es die Russen gemacht haben gleich am ersten Tag? Wieso haben die das nicht gemacht eigentlich? Ja? Wieso hat Obama mit den Saudis einen rekordverdächtigen Waffendeal abgeschlossen, wohingegen die Lieferung der Ukrainer an die Saudis lächerlich ist dagegen? Waffen an das Haus Saud, das muss man sich mal vorstellen, die führenden Missionare für den weltweiten Wahhabismus. Wisst ihr, was Wahhabismus eigentlich ist? Gegen diese Gesellschaftsform war das Mittelalter geradezu fortschrittlich. Ja? Und das bringen die in die ganze Welt hinaus. Ist es nicht wirklich offensichtlich, was hier abläuft? Wir im Westen, wir haben ganz andere Ziele, wie man uns erzählt. Wir wollen Assad weghaben. Und wir wollen eine bescheuerte, willfährige Puppe am Ruder haben, die über ein riesiges Arsenal von Polizei und Militär verfügt und die jeden Widerstand im Keim erstickt, egal ob im Inland oder im Ausland. Und diese willfährige Puppe, diese Rolle muss sie übernehmen. Es gibt nur ein Problem. Sie ist nicht nur unbeliebt, sondern sie ist auch noch korrupt und machthungrig. Das wissen die Menschen in Amerika noch viel besser wie wir. Denn so viel, wirklich so viel Dreck am Stecken, wie die Frau hat, das grenzt jeder Beschreibung. Es gibt da ein tolles Buch drüber, wo sehr viel erklärt wird, was für eine Blutspur die beiden hinter sich herziehen. Vor kurzem sind erst wieder 5 Leute gestorben, weil die irgendwas aussagen wollten gegen die. Also jeder normale Mensch wäre schon lange weggesperrt worden und hinter Gitter gelandet, aber da gibt es das überhaupt. Und damit sie überhaupt den Hauch einer Chance hat, hat man einen Kandidaten ausgesucht, der so unbeliebt ist, dass sie gewinnen muss. Und das ist die Rolle von Donald Trump. Und der Spiegel hat schon Schnappatmung bekommen, weil am 11. September der Schwächeanfall von ihr dann eben ihm ein bisschen Aufschwung gegeben hat. Also hat man sofort in einem Artikel der Schwächeanfall geschrieben. Ja? Also er ist dazu da, um ihr den Sieg zu ermöglichen. Und er ist beileibe kein toller Typ. Also das ist ein kontrollsüchtiger Egomane. Ich empfehle die Doku auf N24 über sein Flugzeug mal anzuschauen. Der hat einen eigenen Privatjet, so eine 757, und die Leute müssen bei jedem Flug jede Gürtelschnalle vorher polieren, wie wenn alles ganz neu ist. Wir haben das angeschaut, meine Frau hat gesagt, wie oft hatten der seinen Namen noch irgendwo draufstehen? Auf dem Mineralwasser, auf dem Flugzeug, auf den Sitzen, auf den Gurten. Also der Mann ist ein Psycho. Aber ich glaube immer noch die bessere Wahl wie Hillary Clinton. Ich bin mir nicht sicher, aber wenn sie dann ins Weiße Haus einziehen wird und dass sie das tun wird, das ist offensichtlich. Selbst wenn die Amerikaner Trump wählen würden, seit Bush 2000 wissen wir, Wahlbetrug ist da drüben gang und gäbe. Und wenn sie es dann tut, dann wird sie es so tun, wie es Glenn Ford in dem Black Agenda Report geschrieben hat, dann wird sie auf einem Schlachtross ins Weiße Haus einziehen. It is obvious that Clinton has been planning for years to ride into the White House on a war horse. Und Hillary wird sie sehr glücklich machen, die Manager des militärisch-industriellen Komplexes. Das hat sie ja jetzt schon gesagt, in den Fernsehdebatten mit Donald Trump hat sie gesagt, man muss nur so und so viele Köpfe der führenden gegnerischen Politiker ausschalten, dann ist alles in Ordnung. Das ist deren Agenda, die sagt das frei raus sogar. Und was dann auf uns zukommt, das können wir uns noch gar nicht vorstellen. Die Flüchtlingssituation im September 15 war ein laues Lüftchen im Vergleich zu dem, was jetzt auf uns zukommen wird. Ich weiß nicht, von wann diese Bilder sind. Das bedeutet aber, irgendwann gab es schon mal eine Situation, wo sehr viele Menschen vor sehr viel Unglück und Unrecht und Elend davongefahren sind oder fahren wollten. Müsst ihr mal zählen, da sind 10.000 am Kai und 10.000 auf dem Schiff. Mehr haben nicht Platz gehabt. Die hängen da wie die Fliegen. Hillary, die ist weder dumm noch sanft. Sie wird ganz bestimmt einen Vorwand finden, mit dem sie eine Flugverbotszone in Syrien durchsetzen kann. Und dann, wenn niemand mehr fliegen darf, dann sind die Luftflotten von Russland ausgeschaltet. Eine Kongressresolution dafür gibt es übrigens schon. Ja? Dann wird sie noch mehr Truppen in die Schluchten von Nordsyrien schicken und dabei auf nutzlosen Papierfetzen herumtrampeln, nämlich die UN-Charta, die Genfer Konvention, die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte ist nicht das Papierwert, auf dem es steht. Und dann werden noch mehr Waffen, Munition, Psychopathen Richtung Damaskus marschieren, um das libysche Desaster zu wiederholen. Und wenn das klappen sollte, dann wird sie zufällig entdecken, dass der Iran gegen das Nuklearabkommen verstößt. Dann werden taktische Nuklearwaffen die Anlagen im Iran ausschalten. Und die CIA-Schergen in Washington, die werden peinlichst genau darauf hinweisen, dass die Bomben von Hillary nichts mit Hiroshima zu tun haben, obwohl es auch Nuklearwaffen sind. Übrigens, hier ist eine Liste von diesen Waffen, wie viele da stationiert werden würden in Zukunft.
hier bei uns. Und wenn dann die Regierung in Teheran gestürzt wird, dann werden die 8000 saudischen Kronprinzen feiern, wenn die verhassten Mullahs endlich weg sind, weil Saudi-Arabien und Iran, Schiiten im Iran, Sunniten, die Saudis, die haben einen Clinch irgendwie. Und später wird dann Tel Aviv noch einen finalen Angriff auf die Hisbollah starten. Und dann ist der schiitische Halbmond, wird nichts mehr sein, außer ein paar Trümmer in einer brennenden Müllgrube. Das wird dann alles sein, was von der mesopotamischen Kultur zurückbleibt. Ein paar brennende Trümmer. Und dann geht der Vorhang auf für das letzte große Spiel, für den letzten Akt. Das Endspiel mit Russland, dem größten Dorn im Auge von Washington. Nämlich wenn Assad aus dem Weg ist und einen gezüchtigten Iran, dann kommen die Experten, die Kremlinologen kommen dann raus. Und die waren Verschwörungstheoretiker. Und die werden dann auf uns, auf das Publikum losgelassen und dann werden wir in einen Zustand höchster Angst versetzt werden, weil dieser expansionistische Staat im Osten, die Russen kommen, Eckhart, die Russen kommen. Er hat übrigens eine Tragfläche in der Hand, der russische Bär. Die NATO wird näher an Russland heranrücken und dabei schreien, dass Russland immer näher an die NATO heranrückt. Die Destabilisierung wird voranschreiten, Sanktionen werden das Spiel wahrscheinlich noch weiter verstärken und es wird Förderung der Demokratie genannt. Und nur ein Asteroid oder eine gigantische Friedensbewegung kann dieses Szenario verhindern, so leid es mir tut, das zu sagen. Oder aber Gott beweist aufs Neue seinen makabren Sinn für Humor und Sarkasmus und Hillary fällt aus, bevor es überhaupt so weit kommt. Und dazu müssen wir uns mal die Dame genauer anschauen, weil es gab in letzter Zeit ein paar so Gerüchte über ihren Gesundheitszustand. Was könnte denn damit sein? Also, wenn ich meiner Schwiegermutter mit fast 80 und nach ihrem Schlaganfall die Treppe hochhelfe, dann ist das nichts Besonderes, dann ist das normal. Ja? Ist auch nichts Schlimmes, wenn jemand gestützt werden muss. Aber meine Schwiegermutter kandidiert nicht für das Amt des US-Präsidenten. Das ist der große Unterschied. Und Hillary hat wohl ein paar so Eigenschaften angenommen, die man nicht ganz so wirklich verstehen kann. Sie ist gestürzt 2012 und hatte einen schweren Hirnschaden oder hat einen gewissen Hirnschaden gehabt. Na, jetzt lasse ich es mal weg. Und seitdem hat sie immer wieder so komische Aussetzer, die für viele Leute natürlich sehr seltsam sind. Das muss nicht heißen, dass das wirklich zerebrale Aussetzer in diesem Video sind, aber es ist schon irgendwie ein bisschen seltsam. Da wird jetzt gerade auch mit Vor- und Zurückspulen ein bisschen gearbeitet, also ist filmtechnisch gerade noch ein bisschen manipuliert worden. Aber sie hat manchmal so ganz komische Zuckungen, so Ticks, abnorme Hustenanfälle und das ist natürlich eine Sache, die sehr viele Leute sehr kritisch sehen. Überleg mal, was passieren würde, wenn Trump solche Aussetzer hätte. Und was erstaunlich ist, in letzter Zeit, seit 2013, sieht man einen Mann an ihrer Seite. Dieser dunkle Herr hier, afroamerikanischer Abstammung, ist Leuten, die das beobachten zufolge, gar kein Bodyguard, sondern aller Wahrscheinlichkeit nach ein Neurologe, als Bodyguard getarnt. Und dieser Mann hat eine Aufgabe, nämlich zu sorgen, wenn so ein akuter Anfall bevorsteht, die Situation zu deeskalieren. Folgender Ausschnitt. Keep talking, you handle it, we're not going anywhere. Okay, here we are. In diesem Moment hatte sie eine totale Schockstarre. Wir haben uns gestern noch darüber unterhalten, ob sie nicht irgendetwas gesehen hat, was vor ihr passiert, dass sie deswegen so geguckt hat. Aber man sieht an ihrem Gesichtsausdruck, dass sie in diesem Moment einen total schwierigen Moment hat, dass sie volle Konzentration hat. Sie weiß, sie verliert die Kontrolle und er kommt, klopft ihr auf die Schulter, vielleicht auch ein vereinbartes Zeichen aus der Therapie. You're okay, keep talking, you're not going anywhere. Du musst nirgendwo hin, das passt alles, das ist jetzt in Ordnung. Man sieht, dass dieser Moment für sie extrem schwierig ist. Also es gibt sehr viele Videos, wo das zu sehen ist und vor allem dieser Mann, dieser angebliche Bodyguard, hat ja dann auf der Bühne auch noch die anderen zur Seite geschubst, so nach dem Motto, hey, ist das alles cool, ist das alles in Ordnung, macht weiter, es passt schon, diesmal haben wir es geschafft. Ja? Und er verfolgt sie immer, ist immer auf ihrer Höhe oder meistens, nicht immer und hat hier in der Hand eine komische Sache. Offiziell ist es eine Taschenlampe. Taschenlampe, was soll er damit tun, ihr in die Augen leuchten, wenn sie umfällt oder was? Das da ist ein Injektor und das ist ein Diazepam-Injektor. Diazepam
ist ein Psychopharmakon zur Behandlung von Angstzuständen in der Therapie und wird auch bei epileptischen Anfällen angewendet. Das wirkt nämlich angstlösend, antiepileptisch und beruhigend und muskelentspannend. Und genau das, was Hillary benötigt bei solchen Anfällen. Und dann war ja dieser seltsame Moment am 11. September bei der Gedenkveranstaltung zu dem Jahrestag der Anschläge in New York. Da gab es dann diese Szene. Beobachten wir vor allem auch das Team um sie herum. Sie steht gerade hier. Noch steht sie. In diesem Moment, jetzt verliert sie komplett die Kontrolle. Sie sackt in sich zusammen. Die Bodyguards kommen, sie positionieren sich auf. Schaut das Verhalten dieser Mannschaft an. Die wissen genau, was jetzt die Situation ist. Das ist schon mehrmals passiert. Die wissen in dem Moment, was zu tun ist. Das ist nicht das erste Mal. Hier sieht man es nochmal genauer. Das ist Hillary Clinton. Und jetzt Kontrolle. Sie hat sogar den Schuh verloren beim Einsteigen, sind einfach weggefahren. Offiziell hatte sie eine Lungenentzündung gehabt und musste dann quasi weitergehen. Also sie ist vollkommen bewegungsunfähig, die kollabiert in diesem Moment. Ja. 2 Stunden später kam sie ja wieder mit einer blauen Sonnenbrille und so weiter. Also ich überlege nur mal, was würde passieren, wenn Trump den gleichen Vorfall gehabt hätte. Was hätte der Spiegel dann da geschrieben? Der Schwächeanfall oder der Versager? Ich überlasse es euch. Um es jetzt mal abzukürzen hier, was in Syrien gerade passiert, das ist jetzt die Zeit der Entscheidungen. In den letzten Wochen, also sprich September, Oktober, erfahren wir eine massive Berichterstattung über die Stadt von Aleppo, dass angeblich Russland in Aleppo einen Massenmord veranstaltet. Es geht sogar so weit, dass man ein siebenjähriges Mädchen aus Aleppo twittern hat lassen: Dear World, it's better to start Third World War instead of letting Russia and Assad commit Holocaust Aleppo. Ein Mädchen in Aleppo, das mal eben mit dem WLAN-Anschluss, mit Twitter vom Handy eine Botschaft absendet, dass es besser wäre, jetzt Russland platt zu machen und den Dritten Weltkrieg dafür anzufangen. Weil die russischen Lufteinheiten und die syrischen Bodentruppen es geschafft haben, die Rebellen in Syrien so weit zurückzuschlagen, dass Aleppo die letzte Bastion ist. Und es kann durchaus sein, dass innerhalb der nächsten Tage der Widerstand der Rebellen in Syrien, also der Terroristen, niedergemacht wird und die Syrer gewonnen haben. Das kann durchaus passieren. Ja. Also es ist nicht dieses despotische Regime, das da kämpft, sondern es ist ein heldenhaftes Volk, das sich gegen die Intrigen von außen erfolgreich zur Wehr setzt und es sich nicht nehmen lässt, da die Oberhand zu gewinnen. Das könnte durchaus die Situation sein. Also wir leben in einer Zeit der Entscheidung, wirklich. Es ist quasi, es geht in die und in diese Richtung. Und unsere Massenmedien, das sind die Weapons of Mass Deception, also die Massentäuschungswaffen. Deception, die Täuschung. Das ist die Situation, wie wir sie jetzt gerade haben. Und ich bin eigentlich kein Kind von Traurigkeit und immer ein quasi Optimist, aber momentan sieht es wirklich so aus, wie wenn deren Plan ist, da unten wirklich jetzt platt zu machen. Es hängt jetzt davon ab, wie weit Russland und Syrien ISIS Aleppo platt machen, nicht Aleppo platt machen können, sondern die Rebellen besiegen können. Das ist eine Gemengelage, die sich tagtäglich ändert und jetzt wirklich eine wichtige Entscheidung für die Zukunft fallen könnte. Das ist die Situation. Und ich glaube, dass es eng werden könnte in der nächsten Zeit. Wie gesagt, ich bin ein Optimist, also was mir passiert ist alles und ich denke, es geht immer irgendwie weiter und wenn nicht, dann geht es auf einer anderen Ebene weiter. Aber es wäre durchaus sinnvoll, darüber nachzudenken, was denn dann ist, wenn es soweit ist. Ja? Was passiert wirklich, wenn wir diesen Kollaps dieser Systeme hier haben? Dann können wir eins machen, wir können in Panik verfallen. Wir können rumrennen und rumschreien und sagen, Hilfe, 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 was mache ich jetzt? Oder aber wir denken drüber nach und überlegen uns, was wir stattdessen machen können. Mein Computer eingefroren. Sollen wir einfach nur zuschauen, wie ein Konglomerat von Mächtigen uns quasi manipuliert oder wir konzentrieren uns auf eine Sache, die uns helfen könnte, in der Zukunft eine neue Zeit aufzubauen. Stell dir mal vor, was brauchen wir am Anfang? Wir brauchen Wasser, wir brauchen Nahrungsmittel, wir brauchen Treibstoffe, wir brauchen Kleidung, wir brauchen eine ganze Reihe von Dingen. Und es wäre doch wunderbar, wenn es etwas gäbe, das auf unserer Welt quasi dafür zur Verfügung stehen könnte, wenn es etwas gäbe, was all diese Dinge uns helfen könnte.
Das heißt, wir müssen nur 100 Tage durchhalten, wenn das System kollabiert, weil so lange dauert es, bis diese Pflanze wächst. Und diese Pflanze ist meines Erachtens nach der einzige Weg, wie wir aus diesem Schlamassel wieder rauskommen. Also ich bevorzuge die Methode ohne kompletten Chaoszustand hier, sondern mit leichtem Übergang. Aber selbst wenn es wirklich wenn das System wirklich kollabieren sollte, dann könnte es durchaus sein, dass diese Pflanze unseren Weg in der Zukunft massiv positiv beeinflusst. Und das war nämlich schon immer so, dass diese Pflanze uns helfen konnte. Das hat auch der alte Jefferson schon gewusst. Den haben wir ja vorhin schon mal gehört. Ja, das war ein schlauer Kopf, der hat gesagt, Hemp is of first necessity of the wealth and protection of the country. Also ist die oberste Notwendigkeit für das Wohlergehen und den Schutz des Landes. Diese Pflanze wächst schneller und mehr wie irgendetwas anderes im Pflanzenreich. Also die Biomasse, die diese Pflanze innerhalb von 100 Tagen herstellt, ist nicht vergleichbar mit irgendeiner anderen Pflanze auf dieser Welt. Es wächst ohne Pestizide, in jedem Klima, es braucht keine Düngemittel, es ist resistent gegenüber Schädlingen und es erzeugt eine Liste von Dingen, wo ich euch jetzt gleich zeigen werde. Und es gab schon viele Leute, wie zum Beispiel Mr. Ford, der den Wert von diesem Produkt erkannt haben. Er hat gesagt, warum nehmen wir denn die Wälder, die Jahrhunderte brauchen, bis sie entstehen und rauben die Minen aus, die Äonen brauchen, um zu entstehen, wenn wir das Gleiche, den Gegenwert für diese Produkte nicht haben können aus den Hanffeldern. Also der hat damals ein Auto gebaut mit einer Hanfkarosserie, gepresste Hanfpappe, sogar stabiler wie Blech damals, das mit Hanfethanol gelaufen ist sogar. Das Auto, das auf dem Acker wächst, gibt es auch eine tolle Doku. Und Hemp erzeugt mehr Treibstoff, Fasern, Nahrungsmittel, Medizin als irgendeine andere Pflanze auf dieser Erde. Und es war die erste Pflanze, die gesät worden ist, und zwar schon vor über 12.000 Jahren. Ein Acre ist nicht der Hektar, sondern ein Ar, also 100 mal 100 Meter. Hanf produziert 300 Gallonen Öl, 3 Tonnen Protein und 30 Tonnen Fasern pro Jahr. Es gibt 50.000 verschiedene Produkte, die man mit Hanf herstellen kann. Das fängt an bei Seilen, bei Segeln, bei Tauen. Es gibt Lebensmittel en masse, Lotions, Kuchen, Cremes und so weiter. Es gibt also wirklich mittlerweile, Gott sei Dank, schon eine gute Industrie, die sich dieser Pflanze angenommen hat. Kleider, Schuhe, wenn Sie eine Jeans aus Hanfsamen oder Hanffasern haben, das können Sie Ihrem Enkel noch vererben. Vor allem auch Dämmstoffe, nicht brennbar. Antipestizid, also da kommen auch gar keine Schädlinge rein, mit der doppelten Dämmwirkung wie normaler Hanf. Und das Entscheidende ist auch mit, die Fasern von Hanf und dem Stängel, von dem Stock, das sind die stabilsten, die es überhaupt gibt. Gutenberg hat im 15. Jahrhundert, als er seine ersten Bibeln gedruckt hat, hat diese Bibeln auf Hanfpapier gedruckt. Die stehen heute noch in den Regalen der Bibliotheken und sind zu Blättern, die sind einfach nur ein bisschen vergilbt. Die Bücher, die aber seit 1850 gepresst worden sind, die wurden auf chemische Art und Weise hergestellt und die zerfallen mittlerweile. Hanfpapier überlebt ewig. Und diese Pflanze hat eine sagenhafte Geschichte hinter sich. Und da muss ich jetzt gleich nochmal darauf eingehen, dass natürlich vielen diese Pflanze nicht so gut tut, sagen wir mal so, oder nicht unbedingt zum Vorteil gereicht. Ich möchte es mal so ausdrücken. Es gibt da gewisse Industriezweige, wie zum Beispiel die Ölindustrie, die da ein gewisses Problem hat damit, oder eben auch, wie schon erwähnt, die Papierindustrie, die da einen Konkurrenten weghaben möchte. Baumwolle natürlich ist ein großer Industrieteil, der es sehr gern gesehen hat, dass Hanf verschwindet. Und natürlich mit einer der größten, die es überhaupt gibt, ist die Pharmaindustrie. Ja, und diese vier Industriekartelle, die haben natürlich das Bestreben, dass das Ganze verboten wird oder wurde. Und ich habe das vorhin erst nochmal hier, ich habe in einem Buch vorhin was gelesen, das habe ich jetzt gerade vorhin in der Mittagspause noch gemacht. Es gibt da eine Geschichte, die fängt bei der Firma DuPont an. DuPont war damals zu Beginn des 19. Jahrhunderts ein aufsteigender Industriebetrieb und der hat seine Patente zur Herstellung von Plastik und von Nylon einfach schützen wollen. Weil aus Hanfsamenöl lässt sich nämlich auch Plastik und Nylon herstellen und zwar viel billiger und auch ökologisch nachhaltiger, weil Hanfplastik löst sich nämlich auf und wird biologisch abbaubar und nicht so wie jetzt die ganzen Meere mit Plastik verseucht werden. Andrew Mellon,
das war der damalige Finanzminister, der war 11 Jahre lang US-Finanzminister von Amerika. Und er war gleichzeitig auch Chef der Mellon Bank und damit war er der größte Geldgeber von DuPont. Randolph Hearst, das war damals ein amerikanischer Zeitungsmagnat und Eigentümer von insgesamt 52 Zeitungen. Er hatte dazugehörige Papierfabriken, Wälder zur Lieferung von Zellstoff für seine Zeitungen. Also großer Industriebereich von William Randolph Hearst. Hearst und Mellon, die kannten sich wiederum über DuPont. Und gerade damals hat eben Hearst einen Millionendeal mit DuPont abgeschlossen. Es ging nämlich um die Lieferung von einer neuen chemischen Prozedur, mit der Papier preiswerter aus Zellstoff hergestellt werden könnte. Die Umweltgifte bei dieser Art der Papiererstellung, die waren enorm, aber die waren in dem Fall von untergeordnetem Interesse. Und dann kam die Erfindung von einem Österreicher namens Georg Schlichten, der ein Patent angemeldet hat zur viel preiswerteren maschinellen Herstellung von Papier aus Hanffasern. Was ist wohl dann passiert? Genau, Hearst hat eine gewaltige Anti-Hanf-Kampagne mit seinen Zeitungen gestartet. Und er hat richtig Regie geführt über die Hetze gegen Nutzhanf. Und täglich sind neue Berichte erschienen, dass diese gefährliche Droge quasi mit einer Droge assoziiert wird. Anders gesagt, diese Nutzhanfpflanze wurde mit einer gefährlichen Droge assoziiert, mit einem unaussprechlichen Namen, nämlich mit Marihuana. Man hat also die Menschen tagtäglich mit diesen Geschichten bombardiert. Eine jahrelange Kampagne hat da angefangen, täglich neue Berichte, Schauermärchen und so weiter. Und das hat 1937 in einem Gesetz gegipfelt, nämlich dem Tax Marijuana Act. Und normalerweise dauert es Wochen und Monate, bis so ein Gesetz verabschiedet wird, aber damals hat es genau 50 Minuten gedauert, bis dieses Gesetz durch den Kongress durch war. Und als Sachverständigen hat man diesen Herrn dazu verpflichtet, das war Henry Anslinger, der war der Direktor des FBN, nicht das FBI, sondern das FBN, das Federal Bureau of Narcotics, also der quasi damaligen Drogenbehörde. Und seine Aussage war eben, dass Marihuana zu kriminellem Verhalten führt und letztendlich auch zum Tod des Konsumenten. Das war der damalige Stand. Und unter den Taten von diesen drei Männern, also nicht nur von denen, aber hauptsächlich von denen, leidet heute noch der gesamte Planet. Weil die Tragweite von dem Verbot von Hanf, das lässt sich in Worte gar nicht fassen. Hollywood hat angefangen, so richtig Gas zu geben dann auch und die haben die Landschaft mit einer ganzen Fülle von falschen Filmen überspannt, wo Schauspieler in schaurigen Märchen angefangen haben, sich gegenseitig abzuschlachten und Selbstmord und sexuelle Handlungen damals und so weiter. Also man hat eine Kampagne gemacht, um diese Pflanze zu dämonisieren. Aber nicht, weil sie so eine gefährliche Pflanze ist von der Wirkung her, sondern weil wirtschaftliche Interessen dahinter standen, diese Pflanze aus dem Weg zu räumen. Und daraufhin hat sich natürlich die DEA gebildet, das ist die heutige Anti-Drogenbehörde in Amerika, die Drug Enforcement Agency, die größte Polizeieinheit der Welt übrigens. Ja. Und in Amerika drüben sitzen mehr Leute wegen dem Konsum von Hanf im Knast wie irgendwo sonst auf dieser Welt. Da werden pro Stunde, glaube ich, 100 Leute verhaftet, habe ich gelesen neulich mal. Nur wegen Hanf eigentlich. Aber ich sehe Licht am Ende des Tunnels. Ich sehe Licht. Es gibt etwas, ein kleines bisschen Schimmer. Ja? Übrigens auf dem Plakat von dem Kongress heute geht hinter meinem Bild das Licht auf. Das fand ich übrigens auch sehr schön. Das hat der Designer irgendwie so gemacht. Ich weiß nicht warum. Könnt ihr ja mal draufschauen. Ich fand es ein tolles Zeichen irgendwie, dass ich hier auf jeden Fall sein werde. Also das Licht geht auf, nicht nur hinter mir, sondern auch in Colorado. Was ist da passiert? Vor einigen Jahren hat in einem Volksreferendum der Staat Colorado dafür gesorgt, dass die Prohibition von Hanf verboten worden ist. Und seitdem ist da drüben hat sich eine Industrie entwickelt, die alleine für Colorado 67 Millionen Dollar Steuergelder generiert hat. In Washington gibt es das auch, da sind 580 Millionen generiert worden und die Schätzungen quasi, wenn es in Amerika erlaubt wäre, deswegen das Fragezeichen da oben, dann wären es fast 6 Billionen, Milliarden, Billion auf Englisch ist ja Milliarde, also 6 Milliarden Steuergelder könnten eigentlich die Amerikaner generieren mit dem Erlaubnis von Hanf. Und das ist meine große Hoffnung in der Zukunft, dass hier ein quasi Modellversuch stattfindet, der Beispiel macht für viele andere Länder. Es findet ein Umdenken statt in unserer Bevölkerung. Es gibt mittlerweile 4 oder 5 große Berichte, sehr gute Dokumentationen in den öffentlich-rechtlichen Medien, die Hanf aus dieser sinnlosen Prohibition herausnehmen,
Es gibt eine Arte-Doku, bitte merkt euch den Titel, Drogen kann man nicht erschießen. Da wird quasi erklärt von führenden Wissenschaftlern und Politikern, also UNO und Staatspräsidenten, was für ein Fehler das war, diese Pflanze zu verbieten und welcher positive Effekt in Ländern passiert, wenn diese Pflanze erlaubt wird. Die Befürchtung in Colorado war nämlich, dass wenn es erlaubt wird, dass der Drogenkonsum hochgeht, die Kriminalitätsrate hochgeht, die Immobilienpreise sinken und so weiter. Und das genaue Gegenteil ist der Fall. Die Immobilienpreise steigen, es konsumieren immer weniger Leute und der positive Nutzen, gerade von Seiten dieser Pflanze in Bezug auf Krankheiten, ist phänomenal. Ich lese momentan gerade 3 Bücher, die sich alle mit den positiven Eigenschaften von Hanf im medizinischen Bereich beschäftigen. Die Wissenschaft fängt gerade jetzt erst an zu verstehen, was in dieser Pflanze eigentlich drin ist. Es wäre theoretisch für jeden von euch möglich, zu Hause seine eigene Medizin herzustellen oder sich die nötige Medizin für das dementsprechende Zipperlein zu holen. Und es findet ein Umdenken statt, nur in Berlin hat es leider noch niemand so wirklich gehört. Und da ich in München lebe, habe ich auch das Problem, wenn es auf der Welt erlaubt ist, ist es in Deutschland noch verboten. Wenn es in Deutschland erlaubt ist, ist es in Bayern noch verboten. Wenn es in Bayern erlaubt ist, dann ist es bestimmt in München immer noch verboten. Und ich träume davon, dass ich irgendwann im Oktoberfest auf ein Bierzelt gehe, wo es keinen Alkohol gibt, dieses gefährliche Zellgift, sondern wo es ein Zelt gibt, wo nur Hanf konsumiert werden darf. Das ist meine Vision, das ist meine große Hoffnung, würde ich mal sagen. Also ich will jetzt hier kein großes Plädoyer fürs Kiffen halten, weil das halte ich für ziemlich sinnlos, wenn sich Menschen permanent zuziehen und schon gar nicht, wenn das jugendliche Leute machen. Das ist nämlich nicht sinnvoll, wenn ein Mensch Ziele und Pläne entwickeln will für Kinder, gar nicht für Jugendliche, nein, Erwachsene, wenn sie wollen. Ja? Mir geht es hier darum, dass diese Pflanze, diese uralte Kulturpflanze, das Opfer war einer Dämonisierungskampagne und dass es ein Schlüssel sein könnte für eine neue Zeit, für eine neue Industrie, weil wenn uns das alte System um die Ohren fliegt, dann brauchen wir etwas, was wir anbauen können, womit wir etwas machen können und das wäre diese Pflanze. Deswegen dieser Ausschnitt noch. So, ich muss aber nochmal den Bogen schließen zum eigentlichen Thema dieses Vortrags, ja? So nach dem Motto Medien, Propaganda, wahrhaftige Berichterstattung damit. Und ich kann es diesen Menschen, die in unserem System arbeiten, die massiv in diesem System arbeiten und drin gefangen sind, kann ich es nur mit ans Herz legen, löst euch daraus, macht nicht mehr mit, weil die Rechnung wird auf jeden Fall kommen. Und das Abschlusszitat von diesem Vortrag, das hat ein Mann, das bekommt ein Mann, das ist eine geschichtliche Person in Deutschland, nämlich Theodor Körner. Der war damals General bei den napoleonischen Kämpfen Anfang des 19. Jahrhunderts, 1812. Es gab nämlich auf Seiten der Deutschen auch sehr viele Mitläufer, die dafür gesorgt haben, dass Napoleon hier Fuß fassen konnte und die dieses System von ihm unterstützt haben. Und es gab einen Spruch, den Körner diesen Mitläufern an den Kopf geschmissen hat. Ich kann ihn auswendig. Noch sitzt ihr dort oben, ihr feigen Gestalten, vom Feinde bezahlt, dem Volke zum Spott. Doch einst wird wieder Gerechtigkeit walten. Dann richtet das Volk und dann gnade euch Gott. Ich danke euch.